So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt hinbekommen, OBS hat kurz gesponnen, aber wie so oft hilft ein Neustart. Und ich starte jetzt für euch ein Rollenspiel aus dem Jahre... Wann kam das raus? Müsste ich im Regal gucken. Wobei, ich habe das Internet. Ich kann das Internet fragen. Ein Rollenspiel aus dem Jahre 2002. Ja, liebe Freunde, es geht in die vergessenen Reiche, in die Welt von Dungeons and Dragons mit Neverwinter Nights. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle und es auch aufgenommen wird. Ja, funktioniert. Das ist gut. BioWare. Dungeons and Dragons. Das ist doch ein cooles Spiel, da hatte ich auch irgendwelche Erweiterungen. Okay, Saphira, kleinen Moment, ich muss mir gerade mal meine Webcam wieder anschalten, die ist ausgegangen. Nee. So, da bin ich wieder. Ja, wir spielen Neverwinter Nights. Was ich an Neverwinter Nights mal witzig fand, dass das Intro so gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Und ich habe das Spiel geliebt. Ich habe es aber tatsächlich nie durchgespielt. Weil ich irgendwie zeitgleich Baldur's Gate, Icewind Dale und Neverwinter Nights gespielt habe und immer das gespielt hab, worauf ich gerade Bock hatte. Wir spielen jetzt die Hauptkampagne des Spiels und wie so oft spiele ich das Spiel. Ich mache meinen Standardcharakter, den ich eigentlich in jedem Dungeons & Dragons Spiel gespielt habe. Außer jetzt bei Baldur's Gate 3, weil ich da mal Lust auf was Neues hatte. Aber ich mache wie immer mir einen Halbelfen. Soll ich euch den Text vorlesen über die Halbelfen? Ach, mache ich einfach mal. Halbelfen besitzen die Neugier, den Erfindungsreichtum und den Ehrgeiz ihres menschlichen Elternteils sowie die feinen Sinne, die Liebe zur Natur und den Kunstgeschmack ihres elfischen Elternteils. Trotzdem sind sie in beiden Kulturen Außenseiter.
Für Menschen sehen Halbelfen wie Elfen aus und für Elfen wie Menschen. Halbelfen sind bleicher, hübscher und glatthäutiger als ihre menschlichen Eltern. Verschiedene Halbelfen haben jedoch unterschiedliche Hautfarben, ganz so wie Menschen. Halbelfen haben meist grüne Augen, die an die von Elfen erinnern. Sie werden ungefähr 180 Jahre alt. Bevorzugte Klasse jede. Die Klasse mit der höchsten Erfahrungsstufe wird beim Halbelf mit einer Klassenkombination nicht berücksichtigt, wenn überprüft wird, ob er einen Abzug auf Erfahrungspunkte für seine Klassenkombination erhält. Spezialfähigkeiten: Immunität gegen den Zauber Schlaf und gegen Zauber der Kategorie Schlaf. Widerstandskraft gegen Bezauberung. Volksbonus plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zauber, die auf den Geist abzielen. Eingeschränkte Fertigkeitsvertrautheit, Lauschen. Volksbonus plus 1 auf Fertigkeitswürfe für Lauschen. Eingeschränkte Fertigkeitsvertrautheit, Suchen. Volksbonus plus 1 auf Fertigkeitswürfe für Suchen. Eingeschränkte Fertigkeitsvertrautheit, Entdecken. Volksbonus plus 1 auf Fertigkeitswürfe für Entdecken. Dämmersicht. Halbelfen sehen besser als normal in der Dunkelheit. Okay, das nehmen wir mal. Geschlecht nehmen wir männlich. Das passt, passt, passt. Porträt. Dann suchen wir uns mal ein Gesicht aus für uns. Oh, nee. 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 Auch nein. Nee. Nö. Oh Gott, nein. 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 Nee. Nö. Nö. Der eben sah etwas aus wie Swally. Welcher, der hier? Oder der hier? Oder der hier? Egal. Der hier. Ja, schon so ein bisschen. Swally, du weißt, was du noch brauchst. Eine coole Tätowierung auf der Stirn. Okay, der auch nicht. Der. Nee. 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 Gott, wer will denn als der spielen? Und wer will als kleines Kind spielen? Da gibt's ganz viele. Okay, jetzt kommen die Zwerge, jetzt kommen die Elfen. Jetzt kommen die Gnome, die Halbelfen, jetzt kommen schon die Orks. Also ich schwanke zwischen dem hier und, nee, der nicht, der auch nicht. Der hier. So schön werden die immer hässlicher. So schön war die Tätowierung nicht. Da kann er sich auch von Swarline die Bratpfanne auf den Kopf hauen lassen. Und vor allem auch die Schwerter als Porträt. Der Dude ganz unten. Also du meinst der hier. Okay, dann nehmen wir den.
Klasse wird der Waldläufer, wie immer. Waldläufer sind geschulte Pirsche und Jäger, die sich in den weiten Wäldern Feruns wohlfühlen. Sie sind beinahe ebenso geschult in Kampf wie der Kämpfer. Es mangelt ihnen jedoch an der Bereitschaft, unzählige Stunden zu trainieren, um ihre Fertigkeiten zu perfektionieren. Der Waldläufer konzentriert sich vielmehr darauf zu lernen, wie man besonders effektiv gegen bestimmte Kreaturen kämpft. Bei diesen Erzfeinden handelt es sich um Wesen, die aus irgendeinem Grund den Groll des Waldläufers auf sich gezogen haben und deren Vernichtung er sich nun zum Ziel gesetzt hat. Waldläufer übernehmen oft die Rolle eines Beschützers für jene, die in seinem Wald leben oder ihn durchqueren. In der Wildnis verfügt er über die Fähigkeit, sich effektiv zu verstecken und lautlos zu bewegen. Außerdem verfügt er über genaue Kenntnisse über die Gewohnheiten verschiedener Kreaturen. Auf hohen Stufen entwickelt der Waldläufer ein so enges Band zur Natur, dass er ähnlich wie ein Druide die Kräfte der Natur wirken kann, um göttliche Magie zu wirken. Waldläufer lassen sich oft von ihren Tiergefährten begleiten. Ein Waldläufer sollte über eine hohe Weisheit verfügen, da nur sehr weise Waldläufer die Zauber der höchsten Grade wirken können. Wicca, ich bin hier! Da mauzte. Achtung! Um einen Zauber wirken zu können, muss ein Waldläufer einen Weisheitswert von 10 plus Zaubergrad haben, um zum Beispiel einen Zauber des dritten Grades wirken zu können. Muss der Waldläufer einen Weisheitswert von 13 haben. Trefferwürfel 1W10. Fertigkeiten, alle einfachen Waffen und Kriegswaffen, alle leichten und mittelschweren Rüstungen und Schilde. Fertigkeitspunkte 4 plus Intelligenzmodifikator. Zauber, göttliche Zauber. Ähnliche Zauber wie Druide mit eingeschränkter Auswahl, weisheitsabhängig. Rüstung erhöht die Chance auf Zauberpatzer nicht. Okay. Gesinnung machen wir chaotisch gut. Ich hol mal die Katze. Komm rein, Wicker. Wicker. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Okay. Hast du nur einen oder eine Gruppe? In Neverwinter Nights hat man nur einen. In den anderen Dungeons & Dragons Teilen, so Baldur's Gate und so, hat man bis 6. Wicca kraulen? Ich spiele als chaotisch gut. Das nennt man auch den Rebellen. Das sind Leute, die an das Gute glauben, aber nicht unbedingt an Gesetze. Bestes Beispiel Robin Hood. Ein chaotisch guter Charakter handelt, wie es ihm sein Gewissen vorschreibt, mit wenig Achtung davor, was andere von ihm erwarten. Er glaubt an das Gute und Gerechte, hält aber wenig von Gesetzen und Vorschriften. Er folgt seinem eigenen moralischen Kompass. Obwohl er für das Gute eintritt, stimmen seine Ziele nicht immer mit denen der Gesellschaft überein. Ein Waldläufer, der den Steuereintreibern des bösen Barons auflauert, ist ein chaotisch guter Charakter. Ein derartiger Charakter ist ein Freigeist, der das Herz am rechten Fleck trägt. Das nehmen wir. Dann machen wir mal die Attribute. Weisheit mache ich 13. Charisma mache ich 10. Intelligenz auch 10. Dann brauche ich eine anständige Konstitution, damit ich auch anständig Lebenspunkte habe. Geschicklichkeit auf 12 und dann noch Stärke auf. Stärke mache ich 14. Konstitution 16. Ja, so sieht das ganz gut aus. Ich habe einen verbleibenden Punkt. Wicca, nicht an den Monitor gehen. Da mache ich mal Charisma noch um 1 hoch. Denn wir brauchen Charisma in diesem Spiel. Denn wir treffen auf die wunderschöne Elfenpaladina Aribeth der Timerande, die wir nur mit einem hohen Charisma-Wert von uns überzeugen können. Wicca, lass das Mikrofon in Ruhe, meine Süße. Komm mal her. Jetzt wird geknuddelt. Wir knuddeln die Wicca.
Ich habe mal Icewind Dale gespielt, beziehungsweise angefangen. Ich vermute mal, dass das ähnlich ist. Ja, ist sehr ähnlich. Oh, und da schnurrt sie. Und dann fängt sie an zu sabbern. Sobald sie in meinem Arm ist, sabbert und schnurrt sie. Wie so ein kleines Baby. Vika liebt Herrchen. Okay, genug gekluddelt. Gut, dann geht's weiter. Okay, 14. Das scheint okay. Starterpakete. Waldläufer. Ach, Vika. Lass das bitte. Ich glaube, ich habe mal Hüter gespielt. Riesentöter, Scharfschütze, Waldläufer. Ich nehme den Hüter. Die Hüter sind nicht nur Meister im Umgang mit Schwert und Bogen, sondern strahlen auch Würde und Autorität aus. Jeder, der sich den Gesetzen der Natur widersetzen will, sollte es sich zweimal überlegen, ob er sich wirklich mit den Hütern anlegen will. Anpassen. Okay, Hautfarbe, was Blasseres, Haarfarbe, was Dunkleres, Tätowierungen, wir kann nicht auf den, aber die Tätowierungen gleich mal ein bisschen, Mika, Mädchen. Die sind gar nicht so hübsch, die Tätowierungen. Dann besser gar keine. Kopf. Dann nehme ich den. Körper. Okay, Kleidung. Das sieht ein bisschen nach Waldläufer aus. Ja, du bist eine gute Katze. Ich kam in Icewind Dale bis zum Dorfausgang am Anfang. Dann wurde meine komplette Gruppe von Goblins ausgelöscht. Dann hast du dich, würde ich sagen, verskillt. Oder hast in Icewind Dale, also hast im Startgebiet da in diesem Fischerdorf nicht genug Quests gemacht, um Erfahrungspunkte für Aufstiege zu sammeln. Weil du musst eigentlich erst in dem Fischerdorf alle Quests machen, bevor du rausgehst und in das Areal kommst, wo da die Goblins sind. Vika! Meine Süße. Okay. Mit Tastatur spielen ist nicht. Okay. Wie nennen wir uns? Ich nehme denselben Namen wie immer in Rollenspielen. Nachname. Name zufällig bestimmen. Okay. Nee, ich guck mal. Ich mach mal einen zufälligen. Guck mal, was da rauskommt. Vielleicht fällt mir irgendwas. Rente? Vorname Rente? Laubwind.
Laubwind gefällt mir. Okay, und jetzt ein schöner Elfenvorname für einen Halbelfen. Kommt, Leute, kommt, kommt. Vorname Floppy und Nachname Retro? Hm. Nee, nee, ich will schon was haben. Okay, dann behalte ich den, den ich immer nehme. Da eben. Oder mit Y? Mit Y. Sieht schön aus. Okay, dann wählen wir mal eine Stimme aus. Ihr habt die Wanderlust eures elfischen Elternteils geerbt, in Kombination mit dem starken Drang, Großes zu erreichen, den ihr von eurem menschlichen Elternteil geerbt habt. Macht euch das für das Abenteurerleben geradezu prädestiniert. Greift an! Mm-mm. Auf sie! Angriff! Angriff! Greift an, sage ich! Greift an! Mm-mm. Kommando! Angriff! Schlag zu! Greift an zum Angriff! Manischer Psychopath. In den Kampf, meine Freunde. Greift an! Männlich, dummer Held. Steht nicht einfach da rum. Schlagt ein paar Schädel ein. Ich werde euch den Schädel abreißen und mir einen Schrumpfkopf daraus machen. Nee, männlich macht hungrig. Ihre Zeit ist gekommen. Vernichtet sie alle. Euer Ende ist... Männlich Scherzbold. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Dann nehme ich den Scherzbold. Und ja, sieht gut aus. Dann fangen wir doch mal an. Der eisige Norden. So lautet der Name jenes harschen und unnachgiebigen Grenzlandes Feruns, das jenseits der hohen Bergheide liegt. Eine wilde Einöde, in der Barbarenclans und Riesenstämme über das Land streifen und blutrünstige Drachen die Himmel beherrschen. Doch in den gefrorenen wilden Ländern behauptet sich eine Bastion der Zivilisation, die Stadt Niewinter. Das Juwel des Nordens. Hinter den hohen Mauern der Stadt ringen jene, die besonders zäh und tapfer sind, diesem trostlosen Land unter der Führung und dem Schutz des legendären Helden Fürst Nascher Alagonda ihre Existenz ab. Doch es gibt Dinge, gegen die selbst all der Mut der Welt nichts ausrichten kann. Eine hochansteckende Pest hatte die Stadt heimgesucht. Eine grausige Seuche, die im Bettlerviertel ihren Anfang nahm. Bald lag ganz Niewinter im Griff des heulenden Todes danieder. Die Krankheit konnte nicht geheilt werden. Panik brach aus und in den Straßen tobte das Chaos. Das Juwel des Nordens war in die Knie gezwungen worden. Um Niewinter zu retten, rief die Fürstin Aribeth de Tilmarande, Paladin des Tier und rechter Hand von Fürst Nascher, nach einem tapferen Helden. Ein wahrer Strom von Möchtegern-Helden antwortete auf ihren Ruf. Einige wurden von der Chance auf Ruhm und Ehre angelockt, andere kamen des Goldes wegen. Jene, die sich als besonders talentiert erwiesen, wurden in die Akademie aufgenommen, um in aller Eile von den größten Lehrmeistern Niewinters ausgebildet zu werden. Man hoffte, einen Helden zu finden, der die Stadt vor dem heulenden Tod retten konnte und vor der finsteren Macht, die wohl dahinter steckte. Und da sind wir im Spiel. Ich zoome mal ein bisschen ran und ändere mal die Kameraperspektive. Hübsch, was haben wir da? Eine Truhe. Ist da was drin? Ein Schwert. Okay, dann rüsten wir uns mal aus.
Wir nehmen das Schwert. Wir nehmen die Rüstung. Das Schwert, die Rüstung, okay. Das passt. Gut. Wir haben 60 Goldmünzen. Was gibt's hier noch? Moment, ich muss mal in den Spieleinstellungen irgendwie die Stimmen viel lauter machen. Die sind ja mega leise. Speichern. Endlich seid ihr wach. Ich dachte schon, ihr würdet den ganzen Tag durchschlafen. Die Ausbilder in der Akademie nehmen ihre Studenten wohl ziemlich hart ran. Ich heiße Pavel. Ich bin einer der neuen Rekruten. Ich bin gerade heute Morgen hier in der Akademie angekommen. Das ist ja komisch. Das ist wirklich mega leise. Mal jetzt probieren. Ich heiße Pavel. Ich bin einer der neuen Rekruten. Ich bin gerade heute Morgen hier in der Akademie angekommen. Das ist ja furchtbar. Warum ist das so? Was soll das? Warum spinnt das so? Ich heiße Pavel. Ich bin einer der neuen Rekruten. Ich bin gerade heute Morgen hier in der Akademie angekommen. Okay, wenn ich da was anderes eintrage als die... Nochmal gucken. Ich heiße Pavel. Ich bin einer der neuen Rekruten. Ich bin gerade heute Morgen hier in der Akademie angekommen. Besser so? Ich bin Devin Laubwind. Ist es wahr, was man über euch erzählt? Die Fürstin Aribeth hatte der Akademie höchstpersönlich befohlen, euch hierher zur Ausbildung einzuladen. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass jemand zur Ausbildung an der Akademie eingeladen worden ist. In der Regel betteln die Leute darum, aufgenommen zu werden. Es muss eine große Ehre für euch sein. Es ist für mich Ehre und Privileg, zugleich Niewinter dienen zu dürfen. Für jemanden, in den solche Erwartungen gesetzt werden, seid ihr ziemlich bescheiden. Für mich war es nicht ganz so einfach, hierher zu kommen. Mein Bruder Bim und ich arbeiten auf einem der Bauernhöfe außerhalb der Stadt, als wir hörten, dass Fürstin Aribeth alle Helden aufgerufen hatte, Niewinter zu Hilfe zu eilen. Wir wussten, dass die Stadt litt, aber wir hatten keinen Schimmer, wie schlecht es wirklich um sie bestellt war, bis wir hierher kamen. Wir trafen ein, kurz bevor sie die Tore abriegelten und die Stadt unter Quarantäne stellten.
Den Göttern sei Dank, dass ich in die Akademie aufgenommen wurde. Ich möchte jetzt nicht draußen auf der Straße herumlaufen müssen, wo die Pest wütet. Schon gar nicht, seitdem die Wachen die Ordnung nicht mehr aufrechterhalten können. Über die Pest weiß ich nicht allzu viel. Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, die Wachen halten die Ordnung der Stadt nicht mehr aufrecht? Ich fange mit dem ersten an. Über die Pest weiß ich gar nicht so viel. Nun, der heulende Tod ist die schlimmste Seuche, die es je in der Geschichte Niewinters gegeben hat. Die ganze Stadt steht unter Quarantäne. Niemand darf mehr hinein oder hinaus. Die Niewinter-Miliz tut ihr Bestes, um die Quarantäne durchzusetzen. Aber die Leute mögen es nun mal nicht, innerhalb der Mauern einer verseuchten Stadt gefangen zu sein. An jedem Tag stapeln sich neue Leichen auf den Straßen. Mit jedem Tag wächst die Panik der Bürger und die Gefahr einer offenen Rebellion. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Die Seuche wütet gerade mal ein paar Monate und die Zahl der Toten geht schon in die Tausende. Können denn die Kleriker und die Priester nichts dagegen unternehmen? Die meisten Leute haben jede Hoffnung auf ein Mittel gegen den heulenden Tod fahren lassen. Tränke und Heilkräuter sind wirkungslos. Und selbst die Priester des mächtigen Klerus hier in der Stadt können nichts ausrichten. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Fürstin Aribeth die Akademie aufgefordert hat, ihre Pforten zu öffnen und neue Rekruten aufzunehmen. Die Stadt braucht dringend einen Helden. Jemanden, der uns alle vor dem heulenden Tod bewahrt. Auf den Straßen geht das Gerücht, dass Aribeth hier in der Akademie an einem Heilmittel arbeitet. Aber es ist eben nur ein Gerücht. Es muss nicht die Wahrheit sein. Hallo Tom. Lieben Gruß, Tom. Könnt ihr mir sonst noch etwas über die Pest erzählen? Ich weiß nicht, was ich euch sonst noch über die Pest erzählen kann. Jeder in der Stadt hat Angst vor dem heulenden Tod. Die Leichen türmen sich immer höher an den Straßen und es fehlt nicht mehr viel, bis es zu einer Massenpanik oder offenen Rebellion kommt. Bisher gibt es kein Heilmittel. Selbst die Priester können den Infizierten nicht helfen. Ich hoffe nur, dass sich die neuen Gerüchte über ein Heilmittel diesmal als wahr herausstellen. Erzählt mir mehr über diese Gerüchte über ein Heilmittel für die Seuche. Ich weiß nur, was man auf der Straße erzählt. Manche behaupten, Aribeth hätte ein Heilmittel und sie würde bald damit beginnen, es zu verteilen. Andere behaupten, sie würde das Heilmittel für sich selbst behalten. Aber es sind, wie ich schon sagte, nur Gerüchte. Vielleicht wissen jene, die schon länger an der Akademie sind, mehr über ein mögliches Heilmittel, wenn es denn eines gibt. Könnt ihr mir sonst noch etwas sagen? Wenn ihr ein paar Tipps über das Leben als Abenteurer wollt, solltet ihr mit meinem Bruder Bim bei der Tür dort drüben reden. Sonst solltet ihr mit Olgierd im nächsten Raum sprechen. Er ist dafür verantwortlich, uns Rekruten für unsere Ausbildung auszurüsten. Mehr kann ich euch leider nicht erzählen. Ich bin ja bloß ein junger Rekrut, während ihr eure Ausbildung so gut wie abgeschlossen habt. Nun dann, lebt wohl, mein Freund. Ja, ich schätze mal, ihr solltet mit eurer Ausbildung weitermachen. Ihr solltet am besten mit Olgierd im nächsten Raum sprechen und euch eure Ausrüstung abholen. Dann könnt ihr die letzten Prüfungen absolvieren und eure Ausbildung beenden. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder Hinweise über das Leben als Abenteurer braucht, dann sprecht doch einfach meinen Bruder Bim an. Okay, da ist Bim. Ich sah, wie er mit meinem Bruder Pavel sprach. Ich heiße Bim. Wenn ihr wollt, kann ich euch kurz die Grundlagen des Lebens als Abenteurer erklären. In Ordnung. Ihr könnt ein Gespräch jederzeit abbrechen, indem ihr Escape drückt oder von dem Charakter weggeht, mit dem ihr gerade sprecht. Ach nee, komm, nee, kein Tutorial. Erstmal hier alles durchsuchen. 3 Goldstücke. Keine Ahnung, wem die gehören, aber jetzt gehören sie mir. Ich brauche die viel dringender als der eigentliche Besitzer. Was ist in dem Tisch? Auch 3 Goldstücke. Toll, toll, toll. Die fühlen sich sehr wohl in meiner Tasche.
Gut, dann gehen wir mal hier durch die Tür. Ja, ich bin chaotisch gut. Und da ist Olgiert oder Olgert. Hallo, ihr seid hier, um eure Ausrüstung vom alten Olgert abzuholen, nicht wahr? Sehr klug von euch. Wir können euch ja schließlich nicht nackt auf den Straßen herumlaufen lassen. So etwas könnte die Akademie ihren guten Ruf kosten. Die Stadtwache hat ohnehin schon Probleme genug, die Situation der Stadt unter Kontrolle zu halten. Die Pestopfer türmen sich zu Dutzenden in der Gosse. Der heulende Tod tobt durch die Stadtviertel und keiner kann etwas gegen ihn unternehmen. Es ist einfach schrecklich, sage ich. Aber ich bin sicher, das habt ihr alles schon gehört. Ich habe ja etwas Ausrüstung für euch. Als Waldläufer könnt ihr das sicher gut gebrauchen, um eure Ausbildung abzuschließen. Wenn ihr jetzt bereit seid, will ich euch gerne erklären, wie ihr mit eurem Gepäck umgeht, damit ihr die Ausrüstung, die ich euch gegeben habe, auch nutzen könnt. Nee, das weiß ich bereits. Nun, dann schätze ich mal, dass wir erst nicht durchsprechen müssen, oder? Es ist wohl jetzt auch an der Zeit, dass ihr erfahrt, wie ihr die Läden im Spiel nutzen könnt. Ich überspringe das mal. Hat er irgendwas zu kaufen, was ich brauche? Waldläuferkleidung, was habe ich? Veteranenkleidung, Lederrüstung. Wie sind denn die Werte davon? Rüstungsklasse 0, maximal. Und das, was ich anhab, ist Rüstungsklasse 2, okay. Priesterrobe, großes Schild. Hat er irgendwelche guten Waffen? Ich habe schon ein Langschwert. Nee, ich habe einen Zweihänder. Okay, dann bleibe ich mal dabei. Auch wenn der eigentliche Besitzer Timmy heißt und er das Geld für seine Nierentransplantation spart. Jawohl, Herr Feldmarschall. Die Nieren helfen Timmy auch nicht gegen die Pest. Ah, Leute. Was haben wir hier noch so? Da ist Berna. Ich zoome mal ran an die gute Frau. Hey, ihr da. Ihr seid einer der Schüler der Akademie hier, richtig? Ich bin Berna. Eine Ausbilderung. Ausbilderung, genau. Ich bin Berna, eine Ausbilderin hier an der Akademie. Wenn ihr wünscht, kann ich euch eine kleine Lehrstunde über den Gebrauch der Karte und des Tagebuchs erteilen. Ich würde euch gerne etwas fragen. Natürlich, gerne. Wir Lehrer sollen den Schülern schließlich etwas beibringen. Wie sonst könnt ihr auch eure Ausbildung abschließen? Was könnt ihr mir über den heulenden Tod erzählen? Ich weiß, dass die Quarantäne, die über der Stadt verhängt wurde, kaum geholfen hat, die Seuche aufzuhalten. Aber sie hat zu Misstrauen und Angst unter der Bevölkerung geführt. Fürstin Aribeth tut, was sie kann, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Aber die Gerüchte bekommen langsam Flügel. Die Leute vermuten finstere Mächte hinter dem heulenden Tod. Schon bald kann diese Panik in offene Rebellion umschlagen. Ich bete, dass wir an der Akademie nicht in Kämpfe gegen die Bürger von Niewinter hineingezogen werden. Das sind doch genau die Leute, die wir eigentlich beschützen sollen. Wisst ihr etwas über ein Heilmittel für die Seuche? Ihr habt die Gerüchte also gehört. Ihr solltet euch lieber auf eure Ausbildung konzentrieren und nicht auf absurdes Gewäsch. Fürstin Aribeth sucht mit Sicherheit nach einem Heilmittel, aber eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht. Und die ewigen Gerüchte, dass ein Heilmittel hier in der Akademie versteckt wird, können sich als gefährlich erweisen. Die Leute warten sehnlichst auf ein Heilmittel. Sie sind so verzweifelt, dass sie auch die Akademie angreifen würden, wenn sie glauben, wir hätten etwas gefunden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Devin. Naja, es heißt doch lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Wir müssen einen Wiederbelebungszauber lernen, um Timmy zu retten. Und wir machen es so wie die Dinos und rufen nur, wir brauchen einen neuen Timmy. Oh Leute, entspannt euch mal.
Oh, ein Bücherhaufen. Berühmte Bürger der Schwertküste. Die Schwertküste ist die Heimat einiger der berühmtesten Bürger der Reiche. Die meisten von ihnen sind für ihre ehrenvollen und tapferen Taten bekannt. Doch andere haben sich durch ihre Verdorbenheit und Verschlagenheit ausgezeichnet. Die Offiziere von Niewinter gehören zur ersten Gruppe. Fürst Nascha Algondar, Fürstin Aribeth de Tilmarande, Wachritter Dester Indelane und Abt Fentic Moss sind für ihre Güte und Weisheit bekannt. Jeder dieser Helden hat es sich zur heiligen Pflicht gemacht, für die Sicherheit von Niewinter zu sorgen. Wesentlich düsterer und bedrohlicher sind da schon die 5 Oberkommandanten von Luskan. Sie gehören zu den brutalsten und rücksichtslosesten Kriegern der Region. Taer, Baram, Kurt, Suljak und Retnor. Jeder einzelne von ihnen ist ein hinterhältiger und brutaler Kämpfer. Zusammen setzen sie ihren Herrschaftsanspruch mit rücksichtsloser Effizienz durch. Die mächtigsten und gefürchtetsten Magieanwender der Schwertküste sind die Angehörigen der Arkanen Bruderschaft in Luskan. Zu ihnen zählen Yalut Alaert, Orna von der Klaue und Deltegar Zellhund. Welche Rolle die Bruderschaft tatsächlich bei der Herrschaft über Luskan und die umliegenden Gegenden spielt, ist nicht bekannt. Und ihre Mitglieder sprechen nicht gerne über ihre Aktivitäten. Die ungezähmten Gebiete außerhalb der Städte beherbergen zahllose weitere bekannte Namen. Der berühmte wie berüchtigte König Obold Vielpfeil zum Beispiel. Er regiert seine Orkstämme mit eiserner Hand, während andere so bekannte Spitzbuben und Tunichtgute wie Elif, die Schlange Growlnobler, ständig von Dorf zu Dorf ziehen, um ihrer Entdeckung zu entgehen. Ah, Hammy, du hast dazugelernt über die vergessenen Reiche. Kannst du dir alles merken, Swally? Immerhin spielen wir auch D&D in den vergessenen Reichen. Das heißt, ihr kommt auch irgendwann nach Niewinter. Wen haben wir hier? Herban. Wurde auch Zeit, dass ihr hier auftaucht, Rekrut. Ah. Mein Name ist Herban, aber von euch will ich nichts anderes hören als Sir. Es ist meine Aufgabe, euch unerfahrenen Rekruten das Kämpfen beizubringen, damit ihr draußen in der richtigen Welt nicht wie die Maden verschluckt werdet. Nun, Rekrut, steht hier nicht herum und guckt dumm aus der Wäsche. Was gibt's? Seid ihr bereit, eure Kampfausbildung zu beginnen oder nicht? Sir, ich bin bereit, Sir! Genau das wollte ich hören, Rekrut. Mit einer solchen Einstellung könntet ihr so etwas bringen. Diese Informationen könnten euch eines Tages das Leben retten, Rekrut. Also hört gut zu. Nee. Könnt ihr mir bislang folgen, Rekrut? Ja, ich hab schon verstanden. Ihr scheint ein Problem mit eurer Einstellung zu haben, Junge. Aber ich muss mich ja nicht mehr lange mit euch herumärgern. Also hört zu, damit wir fertig werden können. Ja, Spezialangriff, bla bla, blub blub. Sir, ja, Sir, bla bla bla. Alles klar, macht ein bisschen voran. Wenn euch eines Tages ein Riese die Lippen eures frechen Mundwerkes abreißt, Rekrut, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich irgendwo lächle. Und jetzt hört auf mit dem Blödsinn und passt auf! Ja. Und jetzt... Übungs... Jetzt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann! Finstere Hexerei hat meine Waffe in Gummi verwandelt. Oh Gott, die Sprüche. Okay, genug davon. Melde mich zum Dienst, Kommandant. Was mit dem hier? Ja? Hallo? Könnt ihr nicht sehen, dass ich mitten in meinen Übungen bin? Ihr seid Waldläufer. Ihr solltet wissen, wie hart die Grundausbildung ist. Warum belästigt ihr mich also? Was ist euer Problem? Ich versuche doch nur freundlich zu sein. Jetzt passt mal auf, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber Herban möchte nicht, dass wir bei unseren Übungen Pausen machen. Für ihn ist das ein Zeichen von Schwäche. Ich werde euch nicht lange aufhalten, ich verspreche es. Also gut, aber macht es kurz.
Ich muss meine Übung beenden, damit ich an den Abschlussfeierlichkeiten teilnehmen kann. Ich möchte meine Chance, Fürstin Aribeth zu treffen, nicht vermasseln. Warum wollt ihr Fürstin Aribeth denn unbedingt treffen? Fürstin Aribeth repräsentiert alles, wofür die Akademie steht. Können und Tapferkeit und Ehre. Sie ist der Grund, warum ich der Akademie überhaupt beigetreten bin. Sie ist jung und hat ihren Heldenmut schon dutzende Male zuvor bewiesen. Deshalb hat Fürst Nascher sie beauftragt, sich persönlich um die Pest zu kümmern. Was könnt ihr mir denn über die Pest erzählen? Um ehrlich zu sein, versuche ich so wenig wie möglich daran zu denken. Ich muss mich auf die Ausbildung konzentrieren. Aber da ihr das Thema schon mal aufgebracht habt, muss ich sagen, dass ich eines am heulenden Tod nicht verstehe. Woher kommt die Seuche? Niewinter ist die einzige Stadt, die darunter zu leiden hat. Und warum konnten die Priester sie nicht heilen? Diese Pest ist unnatürlichen Ursprungs, auch wenn niemand es zugeben mag. Ich denke, man will verhindern, dass sich Panik breit macht. Aber die Tatsachen lassen sich nun mal nicht leugnen. Habt ihr die Gerüchte von einem Heilmittel für die Pest gehört? Ich habe von Schwarzstab und seinem Heilmittel gehört. Mir gefällt es ja nicht gerade, mein Vertrauen in Magier zu setzen, aber ich habe gehört, dass ihm Fürstin Aribeth vertraut. Wusstet ihr, dass sie sich in der Akademie aufhält? Hoffentlich habe ich Gelegenheit, sie zu treffen. Ich denke, ich gehe da mal. Dann werde ich mal weiter üben. Wer bist du? Ferdinand. Hallo. Hey, ihr da. Ihr müsst Devin Laubwind sein. Die ganzen Ausbilder reden von euch. Sie sind ziemlich beeindruckt, muss ich schon sagen. Es ist mir ein Vergnügen, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Ferdinand, der Hüter der exotischen Kreaturen. Ich fürchtete schon, ihr würdet vor Abschluss eurer Ausbildung an der Akademie gar nicht mehr den Weg in mein kleines Reich finden. Ihr seid also hier, um euch die Menagerie anzusehen. Oder kann ich etwas anderes für euch tun? Die Menagerie? Von was sprecht ihr? Diese Akademie wurde gegründet, um Abenteurer auszubilden. Es macht also durchaus Sinn, wenn wir merkwürdige und exotische Kreaturen sammeln. Denn solche Kreaturen werden die Abenteurer bei ihren Reisen unweigerlich begegnen. Wir erlauben unseren Studenten, die Kreaturen und deren Verhaltensweisen aus der Nähe zu beobachten, um sie für möglich Aufeinandertreffen in der Wildnis zu wappen. Gibt es ja also eine Arena, in der ich gegen diese Kreaturen kämpfen kann? Hey, wir sind doch schließlich keine Wilden. Die Tiere sind hier, um studiert und nicht um abgeschlachtet zu werden. Yusam, der örtliche Druide, kommt einmal im Monat vorbei und prüft, ob sie auch richtig behandelt werden. Und ich achte immer auf Anzeichen einer Verletzung oder Krankheit. Jedes meiner Tiere wird gut gefüttert und ordentlich versorgt. Ich kümmere mich um sie, als wäre ich ihr Vater. Erzählt mir mehr von euch, Ferdinand. Ihr wollt etwas von mir wissen? Das ist ja eine angenehme Überraschung. Die meisten Leute wollen nur die Kreaturen in der Menagerie sehen. Sie sind nämlich viel interessanter als ich. Schon als ich noch jung war, wusste ich, dass ich mit Tieren arbeiten wollte. Allerdings ohne das Leben eines Druiden oder Waldläufers führen zu müssen. Den Gedanken, draußen in der Wildnis zu leben, den fand ich immer beunruhigend. Eine Zeit lang arbeitete ich im Zoo von Niewinter als Tierpfleger. Das führte später zu einer Lehre hier an der Akademie bei der früheren Hüterin der exotischen Kreaturen. Als sie in Rente ging, übernahm ich ihre Aufgabe. Ich möchte gerne die Menagerie sehen. Aber sicher doch. Solange ihr euch hier in der Akademie aufhaltet, könnt ihr euch die Menagerie jederzeit ansehen. Keine Angst, die Monster können euch nichts tun. Wir haben jede nur erdenkliche Vorsichtsmaßnahme getroffen, einschließlich mächtiger Bindezauber, um die Menagerie sowohl für die Besucher als auch für die ausgestellten Kreaturen sicher zu machen. Geht ruhig durch diese Tür, wenn ihr einen Blick auf meine wundervollen kleinen Bestien werfen wollt. Okay, mache ich. Was haben wir hier? Eine Schreckensspinne. Okay, und da ein Hirschkäfer. Schön, schön, schön. Erdkoloss.
Atterkopp und ein Hakenschrecken. Okay. Schön, schön, schön. Dann rede ich mal hinten mit Gilbert. Hallo Gilbert. Gilbert ist beschäftigt und will nicht reden. Gut, was ist mit dir, Dandy? Herban hat euch also wegen der Prüfung der Nahkampfwaffen geschickt, wie? Mein Name ist Dandy und ich bin der Nahkampfexperte hier. Seid ihr bereit für eure Abschlussprüfung? Ich bin bereit für die Abschlussprüfung. Okay, einfach nur die Attrappe angreifen, das kriege ich hin. Recht mit Hewet, wenn ihr bereit seid, mit eurer Prüfung fortzufahren. Okay, Hewet. Das ist Herban. Wer ist Hewet? Ah, das ist Hewet. Herban hat euch also wegen der Prüfung der Fernkampfwaffen geschickt, ne? Ich bin bereit für die Prüfung. Ja, 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 ist okay, ist okay. Erstmal alles looten, was da drin ist. So. Schön, schön, schön. Waffe wechseln auf den Bogen. Ja, ja, ist okay. Munition. Das zählt nicht. Finstere Hexerei hat meine Waffe in Gummi verwandelt. Geht weiter zurück und versucht es noch einmal. Okay, ich war zu nah dran. Schuss. Ich muss noch mal mit euch sprechen. Gratuliere. Ihr habt die Prüfung der Fernkampfwaffen bestanden und damit eure Grundausbildung beendet. Ihr seid nun bereit für echte Abenteuer. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr euch noch den anderen Absolventen in der südlichen Versammlungshalle anschließen. Fürstin Aribef ist dort und verteilt ihren Segen an alle, die ihre Grundausbildung abgeschlossen haben. Fürstin Aribef? Er macht wohl Witze. Jedermann weiß doch, dass Fürstin Aribef der Thymerande, die berühmte elfische Paladin von Tyr, sich hier an der Akademie aufhält. Alle Welt spricht doch darüber. Hoffentlich bekomme ich die Möglichkeit, sie zu sehen, wenn meine Schicht vorüber ist. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr... Blablabla. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Dann gehen wir doch mal zu ihr. Ich rede mal mit Ferdinand. Nee, mit dem wollte ich nicht reden. Ich meine mit wo ist denn Dingsbums? Hier, Herban. Wieder hier, Rekrut? Was gibt es denn dieses Mal? Und ihr solltet mich besser mit Sir ansprechen, sonst ist diese Unterhaltung sofort zu Ende. Ich habe meine Ausbildung beendet. Was jetzt, Sir? Ihr habt die Kampfübungen bestanden, Rekrut. Damit habt ihr die Grundausbildung hinter euch. Mehr können wir hier nicht für euch tun. Es ist nun an der Zeit, die Früchte eures Trainings zu genießen. Normalerweise mache ich so etwas nicht. Aber ich mag euch, Rekrut. Hier habt ihr ein Geschenk zur bestandenen Prüfung. Ihr seid jetzt bereit, die Akademie zu verlassen und euch in der Welt zu beweisen. Geht einfach ans südliche Ende der Halle. Die Wache dort wird euch und die anderen Absolventen in die Aula lassen. Okay. Ausruhen, Tagebuch, Charakterbogen, Gepäck, Karte. Ah, besser so. So. Dann gucke ich mal, was die mir gegeben hat. Reflexstiefel plus 1, okay. Und ein Kettenhemd. Nett von ihm. Was haben wir hier? Willkommen in meiner kleinen Ecke der Akademie. Ich bin Yaro, der Meister des Arkanen hier. Es ist aber mehr ein zeremonieller Titel. Ich bin nicht viel mehr als ein einfacher Magier.
Hört, Devin. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Meine Fachgebiete sind die Hexenmeister und Magierzauber. Und ihr könnt weder die einen noch die anderen wirken. Wenn ihr wollt, kann ich euch lehren, wie man Zauber wirkt. Auf die Dauer eurer Ausbildung hat das aber keinerlei Einfluss. Oder wollt ihr etwas anderes wissen? Ich würde euch gerne etwas fragen. Nun gut, dann los, ich werde so gut es geht antworten. Was könnt ihr mir über die Pest sagen? Vor allem eins, schenkt den ganzen wilden Gerüchten keinen Glauben. Diejenigen, die behaupten, die Pest wäre von einem Feind Niewitterns unter uns gebracht worden, verbreiten doch nur Panik. Niemand weiß, woher der heulende Tod kommt und niemand weiß, wie man ihn aufhalten kann. Bisher hat sich auch kein Prediger und kein Trank gefunden, der ihn heilen könnte. Aber ich denke, dass Fürstin Aribeth jetzt in die richtige Richtung zielt. Sie ist intelligent. Fürstin Nascha hat die richtige Wahl getroffen, als er sie beauftragte, sich um die Pest zu kümmern. Und was könnt ihr mir über die Fürstin erzählen? Nun, ich habe sie nie persönlich kennengelernt. Ich weiß, dass sie ein elfischer Paladin in Tyrs Diensten ist. Und ich weiß, dass sie die Aufgabe hat, die Ordnung in Niewinter aufrechtzuerhalten und ein Heilmittel gegen die Pest zu finden. Und sie erteilt jedem ihren Segen, der hier an der Akademie seine Ausbildung beendet. In der südlichen Versammlungshalle wimmelt es seit heute Morgen von Studenten, die sie alle sehen wollen. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Ich weiß nicht, was euch die Zukunft bringen wird, aber ich fühle, dass ihr für etwas Großes bestimmt seid. Dankeschön. Okay, was gibt's hier noch? Cedir. Ja? Sagt schon. Was gibt's? Könnt ihr denn nicht sehen, dass ich gerade mitten in meinen Übungen bin? Sie lassen das einem ja vielleicht durchgehen, wenn man Waldläufer ist. Aber wir, die wir die arkanen Künste meistern wollen, wir können es uns nicht erlauben, den ganzen Tag mit Geschwätz zu vergeuden. Tut mir leid, ich wollte euch nicht stören. Der Zauber erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Ich kann mir diese ständigen Störungen nicht leisten. Ich denke, ich gehe da mal besser. Dann werde ich mich weiter dem Studium dieser obskuren und ziemlich schwierigen Schriftstücke widmen. Was mit dir, Chandra? Die redet nicht mit mir. Gut, dann gehe ich mal weiter. Bei euch alles gut? Wer ist denn alles noch da? Hier ist ein Torwächter, hier ist ein... Was ist hier drin? Ach, hier sind die Schurken. Dann rede ich mal hier mit Ketta. Hallo, mein Name ist Ketta. Ich bin Expertin für Sicherheit, Spionage und verdeckte Einsätze hier an der Akademie. Ihr müsst mir nicht sagen, wie ihr heißt. Durch meine Quellen bin ich schon bestens informiert. Meine Quellen hatten euch niemals als der Typ für solche Kapuzenumhang und Dolchgeschichten eingeschätzt. Aber vielleicht haben wir uns ja geirrt. Also, seid ihr daran interessiert, ein wenig über die Künste derer zu lernen, die auf der schattigen Seite des Gesetzes operieren? Oder wollt ihr etwas anderes? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Fragen? Ich werde zwar immer nervös, wenn mich jemand ausfragt, aber euch kann ich wohl vertrauen. Also los. Was könnt ihr mir über die Pest erzählen? Ich soll mich mit den Schülern nicht mehr über die Pest unterhalten. Anscheinend glauben die hohen Herrschaften, ich wäre verantwortlich für die ganzen Gerüchte über eine Verschwörung. Okay, Leute, ich muss mal kurz für kleine Verschwörer, dann bin ich wieder da. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Headset. Aber ich weiß, dass diese Pest kein Unfall war. Mein Spionagenetzwerk konnte noch nicht herausfinden, wer und warum sie verursacht wurde. Aber wenn meine Quellen zuverlässig sind, ist wenigstens schon Hilfe unterwegs. Berichten an Fürstin Aribeth zufolge hat Erzmagier Kelben Arunzun ein Heilmittel entwickelt. Natürlich spioniere ich ihr nicht hinterher, versteht ihr? Ich schnüffle nur gerade zufällig zu Übungszwecken herum. Und was könnt ihr mir über die Fürstin sagen? Diese Elfin hat ihre guten und schlechten Seiten. Sie ist schlau, zäh und erledigt ihre Arbeit, aber sie ist auch ein viel zu anständiger Paladin Tyrs. Andauernd regt sie sich über mich auf, weil ich mir ihre Sachen borge. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass ich nach dem Segen über die Studienabgänger in der südlichen Versammlungshalle... zu mir kommen wird, um über einen gewissen verschwundenen Kamm zu sprechen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Wen gibt's hier noch? Schatten. Bruno. Ich rede mal mit dem Ork hier. Gut, der sagt nichts. Müsst mit Ketter sprechen. Sie hier das Sagen haben. Oh, das ist eine Truhe. Was da drin? Okay, ist abgeschlossen. Oh, da ist noch Seide. Wollt ihr ein wenig Spaß? Klar. Ich mag Spaß. Und du? Hallo. Ihr kennt mich nicht, aber ihr könnt mich einfach Seide nennen. Woher wisst ihr meinen Namen? Keine Sorge, dahinter steckt nichts weiter. Nur ein bisschen harmloses Herumspionieren. Ketter meint, ich muss meine Fähigkeiten noch trainieren. Deswegen habe ich euch ein Weilchen im Auge behalten. Aber nun, da ihr eure Ausbildung hier bei der Akademie nahezu abgeschlossen habt, brauche ich jemanden anderen, dem ich nachspionieren kann. Fürstin Aribeth wäre ein geeignetes Ziel. Was interessiert euch gerade an Fürstin Aribeth? Wenn man schon jemanden beschattet, dann kann es auch mal jemand sein, der etwas zu sagen hat, oder? Aribeth weiß viel mehr über diese Pestausbrüche, als sie öffentlich zugibt. Dass ich neugierig bin, ist ja nichts Schlimmes. Natürlich, wenn sie mich schnappen, werden sie mich herausschmeißen oder Schlimmeres, aber vielleicht finde ich ja so heraus, warum so viele Männer so vernarrt in diese Frau sind. Das klingt, als wärt ihr ein wenig eifersüchtig. Nennen wir es etwa eher Verwirrung. Warum sollte sich jemand von diesem Paladin angezogen fühlen? Ehre, Pflicht, Tugend. Du meine Güte, wie langweilig. Wo liegt da der Reiz? Wünschen sich die Männer nicht eher eine geheimnisvolle Frau? Sag mir die Wahrheit, Devin. Wonach sucht ihr bei einer Frau? Sucht ihr den tugendhaften Paladin? Oder einen etwas dunkleren Charakter. Ein Mädchen, das Geheimnis hat. Eine Frau, die gefährlich ist. Okay, und jetzt frage ich euch, was wollt ihr? Die gefährliche Frau mit Geheimnissen? Der mysteriöse Schatten? Oder den edlen Paladin? Die tugendhafte, rechtschaffene Frau? Na? Okay, meine Zuschauer haben wie immer keine Meinung. Also ich finde gefährliche Frauen sehr anziehend. Will zwar keine Frau, aber Paladine sind langweilig. Okay. Ich muss gestehen, dass ich fast ein wenig besessen bin, seitdem ich begonnen habe, euch nachzuspionieren. Berufsrisiko nehme ich an. Aber ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich mehr von eurem Privatleben wüsste. Ihr werdet die Akademie bald verlassen. Warum gehen wir beide heute Abend nicht einfach mal aus?
nach den Abschlussfeierlichkeiten. Nur wir beide. Dann lernt ihr zur Abwechslung mal ein paar von meinen Geheimnissen kennen. Gute Idee, Seide. Ich verspreche euch einen Abend, den ihr euer ganzes Leben nicht mehr vergessen werdet. Mehr will ich aber nicht verraten. Schließlich will ich euch weder mein kleines Geheimnis verraten, noch die Vorfreude verderben. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Dann bis nachher. Keine Sorge. Ich verspreche euch, dass das heute der denkwürdigste Abend eures Lebens wird. Oh ja, das wird er, auf die eine oder andere Art. Autsch, Falle ausgelöst. Dann ruhe ich mich erstmal nochmal aus. Ihr könnt euch nicht ausruhen, solange Feinde in der Nähe sind. Das ist... Das ist nicht so doll. Ich kann mich nicht ausruhen, weil Feinde in der Nähe sind. Das klingt nicht so gut. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt hier wieder in den Ruhebereich kann irgendwo. Wo war denn da die Tür? Ach, egal. Hier, glaube ich, war das. Ja, da. Nee, da war's nicht. Ach, egal. Ich gehe jetzt mal zur Zeremonie. Scheunentor. Das Schloss an diesem Tor ist zu kompliziert, um es zu knacken. Es ist gegen einfache Zauber gesichert. Okay, dann gehe ich halt hier lang. Die ist auch verschlossen. Und hier. Okay, das sind die ganzen Heiler. Grüße und herzlich willkommen. Ich bin Elinwit, treuer Diener Tyrs und der geistliche Führer der Akademie. Es kann zwar jeder in die Kapelle kommen, um zu beten und zu lernen, aber ich bin doch überrascht, euch hier zu sehen. Meist kommen nur Kleriker und Druiden zu mir. Seid ihr hier, um etwas über göttliche Magie zu erfahren, auch wenn euch dieses Wissen im Moment wenig nützen wird? Oder kann ich sonst etwas für euch tun? Auf Wiedersehen! Geht mit Tyrs Segen. Euer Schicksal erwartet euch hinter den Mauern der Akademie. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Ich würde gern zur Zeremonie. Magierausbildung, Geschäft, Schurkenausbildung, Klerikerausbildung. Ich rede mal da mit dem Torwächter. Beendet habt, dürft ihr den großen Saal betreten. Fürstin Aribeth hat ihre Abschlusszeremonie für die Absolventen noch nicht beendet. Ihr seid also noch nicht zu spät. Ich speichere mal. Floppedy-flop. Spiel speichern und dann da rein. Toll synchronisiert. Ist das nicht aufregend? Wir werden tatsächlich Fürstin Aribeth treffen. Die meisten Paladine wollen mit Schurken und Spionen nichts zu tun haben, aber sie ist trotzdem gekommen. Ihr solltet euch besser beeilen, wenn ihr euren Segen abholen wollt. Sch-
Schön, euch zu sehen. Fürstin Aribeth ist wirklich ein Bild der Tugend und eine standhafte Verteidigerin von Tyrs Glauben, findet ihr nicht auch? Ich habe gehört, dass sie sogar ein Heilmittel für den heulenden Tod entdeckt haben soll. Ich danke Tyre, meinem göttlichen Gebieter, dass er mir die Chance eröffnete, Fürstin Aribeth persönlich kennenzulernen. Ihr müsst euch beeilen und mit ihr sprechen, sonst versäumt ihr ihren Segen. Hallo. Wir haben wahrlich einen Meilenstein in unserem Leben erreicht. Ich habe mir seit langem diesen Tag herbeigesehnt. Und Tyre antwortet auf meine Gebete mit einer großzügigen Gabe, dem Segen durch Fürstin Aribeth persönlich. Vergesst nicht, mir mit ihr zu sprechen, wenn ihr euren eigenen Segen nicht versäumen wollt. Ich grüße euch. Es gibt Gerüchte an der Akademie, dass Fürstin Aribeth ihren Besuch der Abschlusszeremonie nur als Tarnung benutzt. Angeblich soll sie ein Heilmittel für den heulenden Tod mit hierher gebracht haben. Ganz schön gerissen für einen Paladin. Aber ihr solltet unser Gespräch besser abbrechen und euch auf die Socken machen, sonst verpasst ihr noch ihren Segen. Ja, was ist? Fürstin Aribeth weiß, dass arkane Magie nichts Schlechtes ist. Sie respektiert Magier und fürchtet sie nicht, so wie die meisten anderen Bewohner Nivetnas. Es ist schon eine große Ehre, einer solchen Berühmtheit wie Aribeth persönlich begegnen zu dürfen. Besser ihr geht los und sprecht mit ihr, sonst verpasst ihr noch den Segen. Was mit Kiki? Seid gegrüßt! Ich habe gehört, dass Aribeth mit Kelben Arunzun befreundet ist, dem berühmten Erzmagier aus Tiefwasser. Sie arbeiten wohl zusammen an einem Heilmittel für den heulenden Tod. Es ist schon eine große Ehre, jemanden zu begegnen, der Kelben persönlich kennt. Ihr solltet euch beeilen und den Segen bekommen, blablub. Und du? Ich hätte nie gedacht, dass ich die Abschlussprüfung bestehen würde. Ich habe noch immer Albträume, weil Herbern mich in der Grundausbildung ständig so angeschrien hat. Aber die Chance, am Ende der Fürstin Aribeth begegnen zu können, lohnt die Mühen allemal. Ihr solltet euch auf den Weg machen und den Segen bekommen. Blablub, blub, blub. Ach ja, dann rede ich mal mit Aribeth. Dieser wunderbar blassen, rothaarigen Elfe. Ach ja. Eine noble Blässe hat die gute Frau. Ich gratuliere euch. Eure Ausbildung hier an der Akademie ist damit abgeschlossen. Möge euch Tyrs Segen begleiten. Ich habe mich schon darauf gefreut, euch zu treffen. Die Lehrmeister in der Akademie sprechen in den höchsten Tönen von euch. Ich bin Fürstin Aribeth de Tilmarande. Vielleicht können wir uns nach den Abschlussfeierlichkeiten unter vier Augen unterhalten. Niewinter kann jemand mit euren Fähigkeiten gut gebrauchen. Wir sollten dafür sorgen... Wartet! Was war das? Habt ihr das auch gespürt? Bereitet euch auf einen Ansturm vor. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. So, und los geht die Action. Ich habe jetzt genug von euch. Okay, ich wechsle mal auf das. Auf den Zweihänder. Und dann nehme ich den davor. Ey, Aribeth, lass mir doch auch was da. Ich muss mit euch sprechen. Jetzt weiß ich, wie sich Obelix immer fühlt. Hört mir genau zu. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich fürchte, wir sind nicht Opfer eines zufälligen Angriffs geworden. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, wurde aus Tiefwasser eine Reihe von Kreaturen hier in die Akademie gebracht. Man glaubte, aus diesen Wesen die Reagenzien für einen Zauber extrahieren zu können. Einen Zauber zur Heilung der Pest. Wir versuchten alles, um diese Informationen geheim zu halten. Aber dieser Angriff beweist, dass unser vermeintliches Geheimnis gut bekannt gewesen sein muss. Auch bei unseren Feinden. In der Akademie schien allerdings jedermann über die Kreaturen aus Tiefwasser Bescheid zu wissen. Die Gerüchte breiteten sich schneller aus als die Seuche. So schien es zumindest.
Aber das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen. Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was zu tun ist. Niewinter hat viele Feinde. Manche erklären sich in aller Öffentlichkeit, wie etwa die Stadt Luskan. Andere versuchen, ihre Haltung vor uns zu verbergen und aus dem Verborgenen heraus zuzuschlagen. Ich weiß nicht, wer hinter diesem Angriff steckt, aber es ist offenkundig, dass hier jemand versucht, unsere Hoffnungen auf einen Sieg über den heulenden Tod zunichte zu machen. Ihr müsst die Kreaturen aus Tiefwasser beschützen. Sie dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Wo kann ich diese Kreaturen finden, Fürstin? Ich würde euch gern persönlich zu diesen Wesen führen, wenn ich könnte. Aber ich fürchte, meine Anwesenheit würde den Schutz der Kreaturen noch schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich machen. Unsere Angreifer sind hier in diesem Raum erschienen. Wahrscheinlich wurde ihre Ankunft magisch auf meine Person zentriert. Sie haben wohl angenommen, ich befände mich in der Nähe dieser Kreaturen aus Tiefwasser. Selbst jetzt beobachten sie mich wahrscheinlich auf magischem Wege, in der Hoffnung, ich führte sie geradewegs zum Versteck dieser Kreaturen. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Ihr müsst allein vorgehen. Geht durch den breiten Gang zurück, der zu diesem Raum führt. Nehmt dann die Abzweigung nach Osten. Sie führt zu den Räumen, in denen die Kreaturen aus Tiefwasser gefangen gehalten werden. Ich werde tun, was ihr befehlt, Fürstin. Nehmt diesen Schlüssel. Er wird die verschlossene Tür im Osten jenseits des Ganges, der hierher führt, öffnen. Ich werde hier bleiben. Hoffentlich lockt meine Anwesenheit den Feind von den Kreaturen weg, nach denen sie suchen. Beeilung! Geht in die große Halle und dann in die Räume beim Ostgang. Dort werden die Kreaturen aus Tiefwasser aufbewahrt. Das Schicksal Niewinters liegt in euren Händen. Dieser Schlüssel wird die Tür öffnen. Möge euch Tyr begleiten. Okay, dann gehen wir mal da lang. Wieso läuft der jetzt so komisch? Hier, du kriegst aufs Maul, du Bro. Du Böser. Keinen Rekruten, der noch grün hinter den Schwacher Goblin. Nimm das, schwacher Goblin. Oh nein, sie haben den Torwächter getötet. Was ist mit den anderen? Was mit den Heilern? Oh nein, die Kleriker wurden alle niedergemetzelt. Okay, kann ich hier irgendwas looten? Was ist in dem Tisch drin? Ein Heiltrank. Gut, den kann ich gut gebrauchen. Ah, noch mehr Goblins. Oh nein. Die haben die ganzen Schurken getötet. Und Seide. Das war's mit unserer Verabredung heute Nacht. Schade. Mögest du in des Eichenvaters Armen ruhen. Und weiter. Wir haben keine Zeit für Gefühlsduseligkeiten. Wir müssen immerhin Goblins niedermetzeln. Nimm das, du böse Goblin. Das ist dafür, dass du mein Date versaut hast. Ich fand das immer schlimm. Mich hat das immer gestört. Ich fand die mega sympathisch. Und dann 3 Sekunden später, gefühlt, ist er auch schon hin. Okay, magische Zauber, die kann ich zwar nicht verwenden, aber kann ich verkaufen. Ist hier sonst irgendwas in dem Raum? Der Bücherhaufen, Bücherregal. Die rivalisierenden Orkstämme und ihre großen Schlachten, die Schwertküste, Religion der Schwertküste. Nee, komm, das brauche ich jetzt gerade nicht.
Goblins. Oh, ich muss fliehen, ich muss fliehen, ich habe nicht mehr viel Leben. Das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Oh, ich muss mein Leben mal im Auge behalten. Kann mich Ari befeilen? Als Paladin? Vergeudet eure Zeit nicht damit, mit mir zu sprechen. Rasch! Ihr müsst die Kreaturen auf. Ach, ich kann die auch hierher locken, dann kümmert sich Aribev drum. Ist ja praktisch. Kann ich mich hier ausruhen? Nee. Leben im Auge behalten, sonst kann es ins selbige gehen. Genau, okay. Dann trinke ich mal einen Heiltrank. Und dann speichere ich nochmal. Ich gucke mich irgendwie die Schrifteinstellung. So ist angenehmer. Nee, vielleicht ein bisschen zu groß. Vergeudet eure Zeit nicht damit, mit mir zu sprechen. Rasch! Ihr müsst die Kreaturen aus Tiefwasser finden. Die Eindringlinge dürfen sie nicht bekommen. Wenn ich euch begleite, würde ich eure Aufgabe nur schwieriger machen. Unsere Angreifer sind in diesem Raum hier aufgetaucht. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich auf magische Weise an meinem Standort orientiert haben. Unser Gegner muss wohl geglaubt haben, ich befände mich in der Nähe. Das hat mir schon. Beeilung! Gibt das Schicksal nicht. Oh, Überreste. Die lassen Loot fallen. Nee, hier ist kein Loot von den Goblins. Da ist Loot. Schieß doch! Okay, Loot nehmen. Heiltrank, okay, Heiltrank ist immer gut. Was ist hier los? Okay, das ist die Menagerie, da brauche ich gerade nichts. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Oh Gott, diese Sprüche. Furchtbar. Aber ich mag das Spiel. Das ist ganz normal. Damals um die 2000er herum gab es nur furchtbare Dialoge in Spielen. Gerade in Rollenspielen teilweise diese... Diese One-Liner, die Charaktere lassen, die sind echt schrecklich. Okay. Noch mehr Goblins. Wer ist echt schrecklich? Monkey Island 4? Oh ja, Monkey Island 4 ist schlimmer als jeder Goblin. Monkey Island 4 ist wie eine monatelang getragene Goblin-Schlüpfer.
Okay. Kann ich mich hier ausruhen? Ja, hier kann ich schlafen. Wie geht's dir, Doc? Schön, dass du da bist. Also ich mag Monkey Island 4, ich amüsiere mich sehr. Ja, Saphira sieht uns gerne leiden. Übrigens, dem guten Doc, dem wunderbaren Doc, mit dem ich sehr viel Spaß habe bei unseren gemeinsamen Projekten, fehlen noch 2 Abonnenten, um die 200 zu knacken. Das sollten wir doch hinkriegen. Also, alle, die den Doc noch nicht abonniert haben, bitte bei YouTube ein Abo dalassen. Mir geht's gut, ich bereite mich schon emotional auf morgen vor. Großes Finale. Ick, ick, uck, ack. Chi, chi, chi oder so. Ach, Floppy, ich erröte. Das ist doch schön. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Hier ist nichts mehr von Bedeutung. Aber ich habe mir die Erfahrungspunkte geholt. Und ich konnte da ohne große Probleme rasten und meine Lebenspunkte wieder auffüllen. Kann ich hier auch rasten? Nee. Hier sind angeblich immer noch Feinde in der Nähe. Ach nee, da muss ich nicht lang. Habe ein Abo dagelassen. Das ist echt lieb von dir, Swally. Genau so gehört sich das. Folgt den Befehlen eures Oberlords. Der Doc kann so richtig schön schimpfen, wenn was nicht klappt. Lohnt sich wirklich, ihn zu schauen. Oh, das ist lieb. Das finde ich echt lieb. Ich gucke den Doc auch schon seit einer ganzen Weile. Ich habe den damals entdeckt, der wurde mir vorgeschlagen, fand ihn toll, habe ihn angeschrieben und ja. Und jetzt zocken wir zusammen. Hab auch ein Abo dagelassen. Erledigt. Da gucke ich doch mal, ob der Doc jetzt auch seine 200 voll hat. Ja, 200 Abonnenten. Wir gratulieren dem Doc zu 200 Abonnenten. Doktorspielchen, Doktorspielchen, Doktorspielchen. Der Floppy ist chaotisch gut wie sein Charakter. Und der Swally, der ruhende Pol. Ach ja. Der Doc. Endlich hat er seinen 200 voll. Ich freue mich total. Das muss gefeiert werden. An alle, die den Doc noch nicht kennen, ich kann nur empfehlen, es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu spielen. Wir spielen momentan zusammen Monkey Island 4 und es ist sehr, sehr schön. Also, es macht Spaß. Das Spiel ist nicht schön, das Spiel ist furchtbar, aber es macht Spaß. An der Stelle mal ein kleines Shoutout an den Doc. Wissenlosen Kretins von Ozymandrel Enterprises. Moment, ich mach mal von vorne, dann könnt ihr mal kurz reinschauen und ich zeige euch den Doc. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Flucht von Monkey Island. Wir sind immer noch nicht geflohen, wir sind immer noch im Spiel gefangen. Jetzt mittlerweile auf Jambalaya Island. Hallöchen, Floppy. Hallo, Doc. Und weißt du, was mir gerade klar wurde? Was? Der Spieltitel, der ist auf vielen Ebenen eigentlich ziemlich meta, weil im Spiel versuchen wir, von Monkey Island zu fliehen. Und wir selbst
Ja. Wir wollen auch vor diesem Spiel fliehen. Aber wir können es nicht. Ja? Wir haben den Anspruch, das Spiel irgendwie durchzuspielen. Das ist das Problem. Das heißt, fliehen können wir schon gar nicht. Und ich sag mal, selbst wenn wir fliehen könnten, dauert es immer 100 Jahre, bis wir mal ans Ziel kommen. Wir hatten ja in der letzten Aufnahme, also jetzt auch nichts gegen dich persönlich. Oh ja. Ich nehme gern sehr, sehr gerne mit dir auf, aber meine Fresse war das eine anstrengende Aufnahme. Oh, also ja. Wir haben ja irgendwie gefühlt 2-3 Stunden erstmal alles auf der Insel erkundet und wirklich die unlustigsten und qualvollsten Dialoge aller Zeiten gehört. Wir hatten die Verwurstung von alten Fan-Favorites auf eine so unsympathische Art und Weise. Murray, der eigentlich überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, irgendwie gefühlt. Und Stan, was haben sie aus Stan gemacht? Meine Güte. Und ja, hier sind wir dann geendet und haben gesagt, gut, jetzt reicht es langsam mal. Und deswegen jetzt sind wir bei dem bei den Typen hier. Und der lässt uns nicht durch. Wir müssen jetzt ja 3 Artefakte finden, ne? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Die sind 4, habe ich. Vor allem, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den... Ja, das ist der Doc. Ich hab da auch schon eine Idee für einen Stream. Siehst du, Doc, hab doch gesagt, das wird, bin gespannt auf deine Special-Idee. Ihr Tollen, Freitagabend mach ich was. Nimm das weg! Wir haben uns echt gefunden, I love it. Und man hört so sehr die Verzweiflung in der Stimme. Es ist halt schon hart. Es wird noch schlimmer. Das, was wir morgen aufnehmen, ist so das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Das ist echt super nett von dir. Ach, Floppy, ich gebe dir auch einen Grogocino aus. Ein Grogocino ist ja dann eigentlich... Das ist ja dann eigentlich rein von der Logik her aufgeschäumte Milch mit Grog drin. Oder ist das ein Cappuccino mit Grog drin? Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Weiter geht's. Mysteriöser Magier. Was? Ihr habt überlebt! Es ist nicht wichtig! Hier werdet ihr sterben! Ah, der castet wieder. Der beschwört wieder Goblins. Nimm das, böse Goblin! Gibt's einen Grund, warum dich alle hassen? Gefangener, der ausbricht? Nö, der Grund ist, die wollten ja eigentlich, das ist die Akademie, die Abenteurerakademie von Niewinter. Und hier wurden alle potenziellen neuen Abenteurer hergerufen, um die Stadt vor der Seuche, dem heulenden Tod, zu retten. Die Fürstin Aribeth der Timerande, eine Elfenpaladina, arbeitet insgeheim an einem Heilmittel. Gerüchte davon haben die Runde gemacht und daraufhin wurde die Akademie angegriffen. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Kann ich die Brustplatte tragen? Bringt mir das was? Hab ich jetzt mal gucken. Welche Waffen kann ich tragen? Welche Rüstung? Rüstungsmalus minus 5. Umgang mit Rüstung leicht, Umgang mit Rüstung mittelschwere. Brustplatte ist eine... eine mittelschwere Rüstung, okay. Warum werden Eigennamen eigentlich immer übersetzt? Niewinter, ernsthaft? Ich muss sagen, tatsächlich bei Dungeons and Dragons und so im Fantasy-Genre mag ich das eigentlich, wenn es gut gemacht ist. Bei World of Warcraft stört mich das tatsächlich ein bisschen. Lederrüstung, Veteranenkleidung, die lege ich mal ab. Immer noch zu schwer. Dann lege ich die Armbrust auch noch ab. Immer noch zu schwer. Das Buch lege ich ab. Immer noch zu schwer.
Aber ich würde das gerne alles verkaufen. Die Schleuder brauche ich nicht, die bringt nicht viel Geld. Besonders schlimm finde ich es bei Game of Thrones. King's Landing, Königsmund. Ergibt, wenn man die Vorgeschichte kennt, wenig Sinn, die übersetzte Bedeutung. Komm, dann lege ich die Rüstung auch noch ab. Okay, jetzt kann ich weiter. Wie gesagt, ich mag es, wenn es gut gemacht ist, weil es halt... Es klingt für mich irgendwie mittelalterlicher in Deutsch. Den Göttern sei Dank. Aber es muss halt gut gemacht sein und die Besetzung muss Sinn ergeben. Ich bin's, Pavel. Ihr erinnert euch? Hier wimmelt es nur so vor Feinden. Sie haben meinen Bruder Bim umgebracht. Bitte, Derwin, gestattet mir, mich euch anzuschließen. Anschließen? Jeder braucht irgendwann einmal die Hilfe von jemandem, der Fähigkeiten besitzt, die einem selbst fehlen. Manchmal genügen schon ein paar zusätzliche Muskeln oder etwas magische Feuerkraft. Deshalb gibt es in den meisten Städten bestimmte Orte, wo man Gefolgsleute anheuern kann. Wenn man sie anspricht, kommt man schnell miteinander ins Geschäft, gegen eine bestimmte Gebühr. Aber ihr sollt mich nicht bezahlen. Ich will mich euch lediglich anschließen dürfen, um Bims Tod zu rächen und um hier vielleicht noch lebend herauszukommen. In Ordnung, ihr könnt mitkommen. Ich werde euch folgen und mit meinen Fähigkeiten unterstützen. Wenn ihr mir genauere Anweisungen geben wollt, so sprecht mich einfach an. Ich werde meine Taktik dann entsprechend ändern. Ich kann zwar auch für mich selbst entscheiden, aber ihr seid hier der Anführer. Ich werde eure Hilfe auch benötigen. Sollte ich verwundet werden, so brauche ich euch, um mich zu heilen. Wenn ihr keine Heilzauber wirken könnt, so nehmt einfach einen Heiltrank. Zieht ihn einfach aus eurem Gepäck auf mich und blablabla. Kannst du für mich die Sachen aufheben? Scheinbar nicht. Zäher Goblin. Oh, es wird schon härter. Das war's, Goblin. Oho, das wird wohl eine Narbe hinterlassen. Oh, ein Skelett. Tatsächlich fand ich die deutschen Eigennamen bei Dungeons & Dragons immer relativ gut übersetzt, weil die halt eigentlich 1:1 übersetzt wurden. Baldur's Gate, Baldur's Tor, Neverwinter, Neewinter. Gelda, unverletzt, wer bist du? Gefährliche Feinde erwarten euch hinter diesen Türen. Ihr werdet alles benötigen, was ihr an der Akademie gelernt habt, um zu überleben. Und du hast nicht gelernt zu Schauspielern, mein Guter. Aber Warcraft ist furchtbar. Ich sehe es ja gerade bei meinem Warcraft 3 Let's Play. Ja, meine ich ja, World of Warcraft. Ich finde es so furchtbar. Es hat mich damals so geärgert, als ich zum Beispiel Ironforge in Ironschmiede, Stormwind in Sturmwind... Okay, ist auch 1:1 übersetzt, aber... aus Proudmoor Prachtmeer zu machen. Oh, das klingt so furchtbar. Er will den Tod seines Bruders rächen? Kämpfer. Ihr habt mein Schwert. Und meine Axt. Waldläufer. Und meinen Bogen. Nekromant. Und euren Bruder. Jaina Prachtmeer. Ja, schlimm. Ihr habt viel Erfahrung gesammelt, Derwin. Doch um diese Erfahrung auch richtig einzusetzen, müsst ihr zunächst wissen, wie eine Stufe aufsteigt. Charakterbogen aufrufen, neue Stufe. Wieder in Waldläufer investieren, ja... Okay.
Ich skill mal heilen. Und parieren. Gut. Ist hier sonst noch was in dem Gang? Ach, Skelette. Komm her, gib mir Erfahrungspunkte. Was ist hier? Gold. Heiltrank. Und da. Noch mehr Gold. Pavel Pipovic geht's gut. Der vermisst nur seinen Bronco Kulitschka. Edelstein. Hier ist schon alles tot. Oh, da liegt Loot. Handschuhe der Disziplin. Die rüste ich doch direkt mal aus. Was machen die? Miklos Selkirk, der Ausbilder der Silberraben, war es müde, den neuen Rekruten ständig dabei zuzusehen, wie sie tollpatschig ihre Waffen verloren und sich dabei fast selbst verletzten. Er erteilte einem Magier den Auftrag, diese Handschuhe zu erschaffen. Als es selbst dem amtierenden Champion der Silberraben nicht gelang, den ersten Rekruten zu entwaffnen, der die Handschuhe verwendete, wusste Miklos, dass er eine vorzügliche Investition getätigt hatte. Fertigkeitsbonus Disziplin plus 3, okay. Cool. Loot. Gute Loot tut gut. Hier muss ich lang. Hier meinte er, ist die Tür, hinter der irgendwie was Böses wartet. Was krasses. Oh, hier ist noch ein Raum. Ist da was Cooles drin? Irgendwelche besondere Loot? Nö. Aber wir können noch mal ruhen, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Dann geht's weiter. Was ist in dem Raum hier? Das Böse! Das Böse! Nehmt euch in Acht vor Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Auf geht's! Gibt's hier Loot? Kiste? Drei Pfeile. Okay. Und hier. Truhen. Cool. Ein Buch, Helmsfeste, Trank Bärenstärke. Noch ein Buch, Edelstein. Loot. Okay. So. Oh, Goblins. Nicht stillstehen, damit ich euch hauen kann. Genau. Es ist Zeit für Dresche. Nee, komm, ich geh erstmal nach vorne. Ich geh erstmal da in die Tür.
Bleibt endlich stillstehen, damit ich euch... Ha! Haha! Schutzumhang gegen Böses. Ziehe ich direkt mal an. Hübsch, hübsch, hübsch. Was haben wir hier so? Bücherregal. Da ist nur ein Buch drin, da ist eine Truhe. Zwei Goldstücke. Kann ich hier ruhen? Nee. Immer noch zu gefährlich. Floppy mit seinem heldenhaften Bademantel. Hey, nix gegen meinen Frotte-Bademantel. Das ist der Frotte-Bademantel der Tapferkeit oder so. Okay, hier kann ich noch rein. Was gibt's hier? Goblins. Ein leuchtend weißer Umhang, passend für jeden Waldläufer. Genau. Okay. Ich gehe aber erstmal nochmal hier alle Räume durch, bevor ich da weitergehe. Was haben wir hier? Goblins. Und Skelette. Oh, und dieser Arschloch-Magier. Nimm das mit dem Schwert, mysteriöser Magier. Einmal in Kuh-Exkrementen wälzen, dann passt die Farbe. Ja. Wie war das bei SpongeBob? Gelb! Deine Unterhose ist gelb! Weißt du, SpongeBob, als ich sie gekauft habe, war sie weiß. Was haben wir hier? Horror sind dann die Grasflecken. Also im Winter, wenn der Wald zugeschneit ist. Dumm nur, dass es nie Winter heißt. Gerätschaften eines Alchemisten, was haben wir hier? Trank, Katzenanmut, mittelschwere Wunden heilen. Nehmen wir auch mal mit. Okay. Man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber ich habe das Gefühl, die ganzen anderen Studenten hier an der Akademie der Abenteurer waren echt inkompetent, wenn ich hier alleine die Armee niedermetzel. Oh, ich brauche einen Heiltrank. Besser? Nee, ich muss da lang. Hier ist noch ein Raum, den ich noch nicht entdeckt habe. Noch nicht eingesehen. Okay, doch. Wo muss ich lang? Da muss ich lang. Obidai,
Goblin-Elite-Soldat. Okay, los, auf den geht's. Fentic und Dester. Wir sind zu spät. Die Kreaturen sind verloren. Die Schüler der Akademie tot. Nein, das darf nicht sein. Wie konnte das passieren? Alles ist verloren, Fentic. Die Nymphe ist geflohen. Die Yanti und die anderen Kreaturen sind in die Stadt entkommen. Und wo war Aribeth während dieser Zeit? Ich komme von Fürstin Aribeth. Sie hat mich losgeschickt, um die Kreaturen zu beschützen. Euch? Hat Aribeth ernsthaft geglaubt, so ein Hänfling wäre in der Lage, die Kreaturen aus Tiefwasser zu schützen? Ist sie wirklich so blind für die Wahrheit, Fentic? Dester, ich werde nicht zulassen, dass ihr noch einmal so schlecht über Fürstin Aribeth redet. Sie tat, was sie für das Beste hielt. Ach was, ich kenne die Gefühle, die ihr und Fürstin Aribeth füreinander hegt. Aber das ändert doch nichts an den Tatsachen. Es war ganz einfach falsch, die Kreaturen hierher zu bringen. Es bleibt euch und eurer Fürstin überlassen, diese Unordnung hier zu beseitigen. Okay, dann rede ich mal hier mit Fentic. Ihr müsst Dester entschuldigen. Der heulende Tod macht den Anhängern Helms schwer zu schaffen. Kann ich hier sehen, was der gesagt hat? Ich muss gehen, um das Heilmittel wiederzufinden, das Aribeth so leichtfertig aufs Spiel setzte. Okay. Als ihr Anführer hat Dester lang und hart gearbeitet, um die Leiden der Niewinterer zu lindern. Und dieser letzte Rückschlag hat ihn furchtbar mitgenommen. Ich bin Fentic Moss, Tierpriester und Gefährte der Fürstin Aribeth. Ihr müsst der Rekrut sein, von dem sie mir erzählt hat. Ja, ich bin Davin. Dester und ich kamen mit Verstärkung, kurz nachdem der Angriff begonnen hatte. Wir fanden Aribeth im südlichen großen Saal, wo sie von Dutzenden der mysteriösen Angreifer bedrängt wurde. Es gelang uns, die Angreifer zurückzudrängen. Aribeth berichtete, dass sie einen der Studierenden vorausgeschickt habe, um die Kreaturen aus Tiefwasser zu verteidigen. Während Aribeth sich um die Verwundeten kümmerte, teleportierte ein Magier, der mit der Verstärkung eingetroffen war, Dester und mich in diesen Raum. Leider fanden wir die Käfige bei unserer Ankunft umgestürzt und die Kreaturen waren geflohen. Geht doch. Wisst ihr, warum sie die Akademie angegriffen haben? Wir haben keine Anhaltspunkte, wer diesen Angriff geplant haben könnte. Ich bezweifle, dass die Gefangenen wissen, wer wirklich dahinter steckt. Von unseren Angreifern sind nur noch wenige versprengte Goblins übrig, doch ich fürchte, wir haben diese Schlacht verloren. Die Kreaturen aus Tiefwasser sind fort. Doch das Wissen um die Drahtzieher ist ohnehin zweitrangig. Unsere Priorität besteht darin, die Kreaturen wieder einzufangen, damit wir das Heilmittel gegen den heulenden Tod herstellen können. Ich werde euch dabei helfen, Fentic. Nach allem, was ich hörte, seid ihr ein fähiger Mann, Davin. Aribeth erzählte mir, dass die Lehrmeister in der Akademie in den höchsten Tönen von euch sprechen. Ich weiß nicht, was eure Rolle sein wird. Diese Entscheidung überlasse ich meiner Gefährtin, Fürstin Aribeth. Geht so schnell wie möglich zu ihr. Ihr findet sie in der Halle der Gerechtigkeit. Fürstin Aribeth wird euch nun weitere Informationen geben können. Hoffentlich verstehen wir dann besser, womit wir es zu tun haben. Wir alle haben unseren Pakt zu erledigen. Ich würde euch gerne einige Fragen stellen. Die Zeit drängt, doch ein paar kurze Fragen kann ich euch vielleicht beantworten. Erzählt mir von euch. Ich bin ein Diener des Tyr. Nicht mehr und nicht weniger. Ich diene Niewinter, wie es meine Pflicht ist. Und mein Herz ist schwer von all dem Leid in der Stadt. Als Fürst Nascher Aribeth beauftragte, ein Heilmittel gegen die Pest zu finden, schwor ich, meiner Fürstin bei ihrer schweren Aufgabe zur Seite zu stehen. Wir sind unzertrennlich. Ah, Aribeth und ihr seid also ein Paar? Aribeth und ich lieben uns. Das ist wahr. Ist das so verwunderlich? Wir sind beide Anhänger des Tyr und dienen beide Niewinter.
Wir geben einander Kraft in diesen schweren Zeiten. Durch Pflichterfüllung, unseren Glauben und unsere Liebe werden wir einen Weg finden, den heulenden Tod zu besiegen. Schick, erzählt mir etwas über Aribev. Aribev ist das helle Licht, das uns den Weg weisen wird. Sie ist ein Paladin des Tyr. Und ihre Anmut und Schönheit werden nur von ihrer Mut und ihrer Hingabe zu Niewinter übertroffen. Als Fürst Nascher Aribev beauftragte, ein Heilmittel gegen die Pest zu finden, schwor ich, meiner Fürstin bei ihrer schweren Aufgabe zur Seite zu stehen. Wir sind unzertrennlich. Gut, gut, gut. Dann erzählt mir von euch. Das hat man schon. Erzählt mir etwas über Desta. Desta ist ein guter Mann, obwohl der heulende Tod schwer auf ihm lastet. Er ist kein Diener des Tyr, wie Aribev und ich, doch seine Hingabe an Helm ist bewundernswert. Desta und seine Helmiten haben den Pestopfern unermüdlich und so gut sie konnten Trost gespendet. Ich wünschte nur, Aribev und Desta würden ihre persönlichen Differenzen außen vor lassen. Welchem Gott wir auch dienen, in diesen sorgenvollen Zeiten müssen wir alle zusammenarbeiten. Okay, dann erzählt mir doch mehr über die Kreaturen aus Tiefwasser. Nur Aribev darf frei über solche Dinge sprechen. Geht zur Halle der Gerechtigkeit und redet mit ihr. Ich sehe euch dann diese Woche in der Halle der Gerechtigkeit. Ich werde diese Woche sehr beschäftigt sein. Aribev und ich werden euch im Tempel treffen. Möge Tyrs Segen euch begleiten. Level up! Loot? Looty-Loot. So, und Level up. Noch eine Stufe als Waldläufer. Okay, dann worauf skill ich mal? Parieren ist gut. Schlösser öffnen ist hilfreich. Okay. Verfügbare Talente, Abhärtung. Was ist das? Ein Charakter mit diesem Talent ist zäher als normal und bekommt einen Trefferpunkt pro Stufe als Bonus. Man bekommt Trefferpunkte nachträglich dazu, wenn man das Talent wählt. Kernschuss, schmutzige Tricks, schnelles Nachladen, Umgang mit Rüstung, Schwere. Ich glaube, ich nehme Abhärtung. Was denn empfohlen? Kernschuss. Nee. Kernschuss will ich nicht. Ich nehme Abhärtung. Machte die Erwartungen zunichte, die mit den Schülern der Akademie verknüpft wurden. Zusammen mit den Kreaturen aus Tiefwasser war Niewinter jeglicher Hoffnung entrissen worden. Verzweiflung breitete sich über der Stadt aus. Noch viel beunruhigender war, dass sich die Gerüchte von Feinden in den eigenen Reihen, die Niewinter von innen heraus zerstören wollten, als wahr erwiesen. Doch die Identität jener, die für das Massaker verantwortlich waren, blieb im Dunkeln. Doch da flackerte die Hoffnung erneut auf. Aus den Ruinen der Akademie trat ein Überlebender, ein Held hervor, der die Flamme der Hoffnung in dieser dunklen Stunde tragen würde.
habt nicht lange auf euch warten lassen. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in der Halle der Gerechtigkeit willkommen heißt. Floppy, mein Lieber, ich muss jetzt leider schlafen gehen. Viel Spaß weiterhin beim Goblin-Schreddern. Wir sehen uns morgen. Sei stark, ack, ack, ack. Schlaf gut, Doc. Und wir sehen uns morgen auf Monkey Island. Okay, ich mach mal kurz eine Pause. Hol mir mal einen kleinen Snack. Irgendwie ein Snickers oder ein Eis oder so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Freunde. Hallo, da bin ich wieder. Ein furchtbares Schicksal hat mich ereilt. Ich habe keine Snickers mehr da, nur Haribos.
Ich bin jetzt auch mal weg. Tschüss und gute Nacht. Schlaf gut, Michael. Und bei euch soweit alles gut? Nein, Mietz, das sind meine Gummibärchen, Mietz. Okay, dann spielen wir mal weiter. Da. Ihr habt nicht lange auf euch warten lassen. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in der Halle der Gerechtigkeit willkommen heißt. Das ist ein Fehler, Fentik. Wir wissen nichts über diese Neuankömmlinge. Wie könnt ihr ihnen so blind vertrauen? Dester, bitte. Devin hat sich bei seiner Ausbildung an der Akademie als ein vielversprechender Student erwiesen. Aber dieser gute Eindruck hat sich in der Woche, die seit dem Angriff vergangen ist, mehr als bestätigt. Es kommt nur selten vor, dass ein Rekrut nach so einer kurzen Ausbildung bereits so viel Potenzial zeigt. Ach, hallo, Vicar. Na, komm her. Wenn wir überhaupt eine Hoffnung darauf haben wollen, ein Heilmittel für den heulenden Tod zu finden, benötigen wir mehr Leute wie Devin im Dienste Neewinters. Vicar, lass das Mikrofon bitte in Ruhe. Du kleine Bekloppte. Ich graule die Katze. Herrchen, graul das Wickerchen. Nein, Vicar. Nicht das Mikrofon. Du Süße. Ein Stream-Applaus für Vicar, Ladies and Gentlemen. Das süße kleine Katzenbaby. Ja, ich weiß, sie ist kein Baby mehr, Schnauze. Für mich wird sie immer ein Katzenbaby bleiben. Kärchen liebt dich. Kärchen liebt dich. Kuschel dich einmal, Mädchen. Leg dich auf den. Kuschel dich ein und schlaf, mein Mädchen. Es ist mir eine Ehre, Neewinter dienen zu dürfen, Fentik. Und ich sage immer noch, wir sollten auf meine helmitischen Brüder vertrauen, statt auf irgendjemand, von dem wir rein gar nichts wissen. Aribeth hält größtes. Vicar.
kleine Bekloppte. Aribev hält große Stücke auf Devin Dester. Und wie ihr wisst, hat Fürst... Aua, nicht beißen! Entschuldigung, dass ich gerade in das Mikrofon spreche. Mika, komm, ich geb dir ein Leckerli. Es gibt nie Winter zu retten. Und was macht der Streamer? Katze kraulen. Erinnert mich an die Karikatur, wo Gott aufgefordert wird, etwas zu tun, er aber eine schlafende Katze auf dem Schoß hat. Ja? Ja, genau so ist das. Aribev hält große Stücke auf Devin Dester. Und wie ihr wisst, hat Fürst Nasher ihr die Befehlsgewalt übertragen und nicht euch. Bitte, Devin, ihr müsst Dester verzeihen. Die Pest hat uns alle schwer mitgenommen. Durch den Angriff auf die Akademie und den Verlust des Heilmittels stehen wir unter einer noch größeren Belastung als zuvor. Ich verstehe, Fentik. Wir leben in schwierigen Zeiten. Was ihr da sagt, ist mehr als nur zutreffend, Devin. Hier, hinter den Mauern der Akademie, hat man noch wenig von den wahren Schrecken des heulenden Todes mitbekommen. Die Quarantäne Niewinters hat nur wenig dazu beigetragen, der Ausbreitung des heulenden Todes Einhalt zu gebieten. Die Stadtwache versucht, die Toten zu entsorgen. Die Scheiterhaufen brennen Tag und Nacht, doch die Leichen türmen sich jeden Tag nur noch höher als zuvor. Wir tun alles, was wir können, um das Chaos einzudämmen und in den einzelnen Stadtvierteln die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt die wildesten Gerüchte und die Panik. Und die Bürger stehen am Rande der Panik. Gerüchte? Was für Gerüchte? Da die Pest von den Priestern und Klerikern der Stadt nicht geheilt werden kann, behaupten manche, sie würde einen nicht natürlichen Ursprung haben. Man sagt, ein unbekannter Feind hätte sie geschickt, um Niewinter zu zerstören. Der kürzlich erfolgte Angriff auf die Akademie wird nur dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird, Fentik. Sobald die Leute davon erfahren, dass Aribev das Heilmittel durch ihren Mangel an Glauben verloren hat. Dester, ich werde es nicht zulassen, dass ihr die Glaubenstreue meiner wahren Liebe in Frage stellt. Aribev war davon überzeugt, dass die Akademie ein sicherer Zufluchtsort wäre. Es steht uns außerdem überhaupt nicht zu, über derartige Dinge zu sprechen. Ich mache mal das Fenster zu. Ich merke, dass ich das Fenster noch offen habe. Ich unterhalte gerade die ganze Nachbarschaft mit meinem Schauspiel. Meine Fürstin hat hier den Befehl. Sie wurde von Fürst Nasher höchstpersönlich beauftragt, ein Heilmittel für den heulenden Tod zu finden. Ihr müsst so rasch wie möglich mit ihr sprechen, Devin. Noch ein paar Fragen. Es ist wichtig, dass ihr so rasch wie möglich mit Aribev sprecht. Doch ich will euch eure Bitte nach Fragen nicht verwehren. Stellt eure Fragen. Was wisst ihr über den Angriff auf die Akademie? In der Woche, die seit der In der Woche, die seit der Attacke vergangen ist, haben wir nicht viel herausfinden können. Nur wenige außer euch haben den Angriff überlebt. Die Lehrmeister der Akademie wurden dahingemetzelt. Und von den Studierenden sind nur eine Handvoll übrig geblieben. Ihr stellt das Erbe der Akademie dar und müsst dieser Verantwortung gerecht werden. Doch ich weiß, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid. Es gab bisher nur wenige Rekruten, die so vielversprechend waren wie ihr.
Ich fürchte, dass ich euch sonst nur wenig über den Angriff sagen kann. Wir müssen erst noch herausfinden, wer die mysteriösen Angreifer waren. Vielleicht kann euch Aribef mehr sagen. Erzählt mir von der Pest. Obwohl die gesamte Stadt unter Quarantäne gestellt wurde, verbreitet der heulende Tod sich schnell. Selbst hier, in der Halle der Gerechtigkeit, haben wir den eisigen Griff der Pest zu spüren bekommen, wie ihr sehen könnt. Desta und ich tun, was wir können, um diesen armen Seelen Trost zu spenden. Doch abgesehen davon können wir wenig tun. Nicht einmal die mächtigsten Priester Niewinters können die Opfer des heulenden Todes heilen oder nach ihrem Tod wiederbeleben. Habt ihr denn keine Angst davor, euch mit der Pest anzustecken? Unser Glaube schützt uns. Nur die, die ohne Glauben sind, müssen den heulenden Tod fürchten. Ich und meine Helmiten haben das schon wiederholt erklärt. Desta, bitte. Bisher weiß noch niemand, wie sich die Pest verbreitet. Auf jeden Fall scheint es keine Rolle zu spielen, ob man mit den Infizierten Kontakt hat. Dennoch verbrennen die Leute die Leichen und sperren sich ein, um sich zu schützen. Die Leute haben Angst. Wir stehen kurz vor dem Ausbruch einer Massenpanik und einer offenen Rebellion. Die Stadt kämpft damit nicht die Anarchie. Die Stadt kämpft, damit nicht die Anarchie ausbricht. Die Panik wird sich noch mehr ausbreiten, wenn die Bevölkerung erfährt, dass die Akademie angegriffen wurde und Aribef das Heilmittel verloren hat. Ich werde es nicht gestatten, dass sie über die Frau, die ich liebe, Schlechtes sagt, Desta. Wir sollten nicht einmal über derartige Dinge sprechen. Sonst irgendwelche Frage? Was wisst ihr über ein Heilmittel gegen die Pest? Ich fürchte, das kann ich euch nicht sagen. Ich muss mich an die Rangordnung halten und die Suche nach dem Heilmittel gegen den heulenden Tod fällt in die Verantwortung von Fürstin Aribef. Sagt Devon die Wahrheit, Fentik. Aribef hat das Heilmittel in ihrem Besitz, und es verloren, weil sie jenen in der Akademie mehr vertraute als meinen Helmiten. Bla 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 bla. Was ist eure Rolle? Was ist eure Rolle bei all dem, Fentik? Ich führe aus, was immer Fürstin Aribef befiehlt. Fürst Nascha selbst hat sie auserwählt, die Suche nach dem Heilmittel zu leiten. Er könnte keine weisere Wahl getroffen haben. Aribef hat mir den Auftrag erteilt, herauszufinden, wer hinter dem Angriff auf die Akademie steckt. Wenn ihr Informationen findet, die mir weiterhelfen können, bringt sie bitte zu mir. Außerdem tue ich, was ich kann, um das Leiden jener in der Burg zu lindern, die sich mit dem heulenden Tod infiziert haben. Doch meine Kräfte reichen nicht aus, um ihnen wirklich helfen zu können und sie zu retten. Wo finde ich die Fürstin? Meine Fürstin befindet sich in der Kammer jenseits der Tür im Norden. Dort müht sie sich unermüdlich, die schreckliche Pest, die Niewinter verwüstet, zu beenden. Ich werde jetzt gehen. Tyrs Segen sei mit euch. Okay, dann rede ich mal hier mit Desta. Fürst Nascha hat einen Fehler gemacht, als er Aribef die Leitung der Suche nach einem Heilmittel für die Seuche übertrug. Meine Helmiten sind besser dazu imstande, mit dieser Glaubenskrise fertig zu werden. Die Leute sollten den Göttern vertrauen und nicht Fürstin Aribef. Wie gefällt euch eigentlich der Stream so bisher? Ist ein bisschen anders als beim letzten Mal, ein bisschen ernsthafter, aber auch ein bisschen spannender. Ich grüße euch. Darf ich euch einige Fragen stellen? Ich sollte mich wirklich um die Kranken kümmern, aber ich kann einige Augenblicke opfern, Sir. Was könnt ihr mir über diese Pest sagen? So viel wie die meisten, aber weniger als manche, schätze ich. Ich habe einen Anteil an Toten und Sterbenden gesehen, seitdem ich hier mit der Pflege der Kranken begonnen habe. Ein gutes Rollenspiel geht immer. Dankeschön. Habt ihr etwas über ein Heilmittel für den heulenden Tod gehört? Es gibt kein Heilmittel für die Pest. Jeder weiß das. Alles, was ich tun kann, ist, ihre Leiden zu lindern und ihre letzten Tage weniger schmerzhaft zu machen.
Tatsächlich? Habt ihr nicht die Gerüchte über ein Heilmittel aus Tiefwasser gehört? Ein Heilmittel aus Tiefwasser? Und wie soll man es trotz der Quarantäne hierher nach Niewinter bringen? Über die Mauern werfen? Ihr redet Unsinn. Auf Wiedersehen. Dann zieht von dann. Ich habe viele Kranke und Leidende zu pflegen, um Zeit. Ich habe zu viele Kranke und Leidende zu pflegen, um Zeit auf einen langen Abschied zu verschwenden. Hört mir zu. Ich muss mit euch sprechen. Seid willkommen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht richtig bei euch vorstellen konnte, als ihr noch die Ausbildung an der Akademie absolviert habt. Ich bin Fürstin Aribeth de Timarande, Paladin im Dienste Tyrs und rechte Hand von Nashe Alagonda, Fürst von Niewinter. Ich habe auf euch gewartet. Ich bin so rasch gekommen, wie ich konnte, Fürstin Aribeth. Ich habe eure Fortschritte seit eurer Ausbildung bei der Akademie verfolgt. Wenn wir den heulenden Tod überleben wollen, muss sich Niewinter auf Leute wie euch verlassen können. Der Angriff auf die Akademie hat den einen Hoffnungsfunken, den wir hatten, zum Verlöschen gebracht. Ihr müsst das zurückholen, was wir verloren haben. Es wird mir eine Ehre sein, euch zu dienen, Fürstin Aribeth. Ich wusste ja, dass ich auf euch zählen kann. Es gehen zahlreiche Gerüchte über die Pest um, doch wenn ihr mir bei dieser wichtigen Aufgabe helft, werde ich euch über die wahren Hintergründe des heulenden Todes informieren. Selbst unsere Heiler mit ihrer göttlichen Magie können nichts tun, um jenen zu helfen, die am heulenden Tod leiden. Selbst die stärkste Magie kann jene, die der Krankheit erliegen, nicht wieder auferstehen lassen. Doch vor kurzer Zeit erhielten wir die Botschaft, dass Kelbin Schwarzstab Arunsun, der berühmte Erzmagier aus Tiefwasser, vermutlich ein Heilmittel für die Seuche entdeckt hat. Dieses Heilmittel kann aus der Essenz von 4 seltenen magischen Kreaturen gebraut werden. Ich habe von diesen Geschichten gehört. Die 4 Kreaturen wurden unter strengster Geheimhaltung in Tiefwasser organisiert und dann hierher nach Niewinter geschickt. Es ist eine äußerst seltsame und befremdliche Mischung aus Kreaturen. Ein Schreckhahn, ein Intellektfresser, eine Yanti und eine Dryade. Ich befahl, sie zur Akademie zu transportieren. Niewinters berühmter Trainingshalle für Abenteurer aller Art. Ich habe dort selbst einst studiert und war davon überzeugt, dass die Lehrmeister und Studenten Fürst Nashe loyal ergeben wären. Ihr meint also, jemand in der Akademie hätte die Stadt verraten. Vielleicht gibt es in der Akademie einen Verräter. Es kann auch sein, dass ich einfach zu sehr darauf vertraut habe, dass die Lehrmeister, Studenten und das Personal das Geheimnis für sich behalten würden. Zumindest behauptet das Desta. Ihr seid dort gewesen. Ihr habt das Gemetzel gesehen. Der Angriff hat uns unvorbereitet getroffen. Ihr gehört zu den wenigen Überlebenden des Massakers in der Akademie. Fentik und Desta kamen mit Verstärkung. Doch während der chaotischen Auseinandersetzungen entkamen die Kreaturen aus Tiefwasser in die Straßen von Niewinter. Mit ihnen ist unsere Hoffnung auf ein Heilmittel verschwunden. Wie kann ich euch bei dieser Sache helfen, Fürstin? Ihr habt 2 Aufgaben zu erfüllen. Einerseits müsst ihr die Kreaturen aus Tiefwasser finden und sie mir zurückbringen, koste es, was es wolle. Wir müssen aus diesen Kreaturen die Zutaten gewinnen, um den heilenden Tod zu kurieren. Diese Aufgabe hat Vorrang und oberste Priorität. Zweitens müssen wir herausfinden, wer hinter dem Angriff auf die Akademie gesteckt hat. Alle Beweise, die ihr in dieser Sache findet, solltet ihr Fentik vorlegen. Er hat den Auftrag, den Feind im Dunkeln aufzudecken. Warum habt ihr mich dafür auserwählt? Ihr habt euch während des Angriffs auf die Akademie bewiesen. Eure Tapferkeit und eure Fähigkeiten stehen außer Frage. Ich weiß, dass ihr nicht mit jenen im Bunde steht, die Niewinter zerstören wollen. Die Stadtwache kann nur wenig tun, um bei dieser Suche zu helfen.
Wir haben kaum genug Männer, um für Ordnung auf den Straßen Niewinters zu sorgen. Andere, beispielsweise Fentig und ich, sind durch ihre Pflichten dazu gezwungen, hier zu bleiben. Ich werde tun, wie mir befohlen. Ich werde tun, wie mir befohlen, Fürstin Aribeth. Ich bitte euch in dieser Angelegenheit um absolute Diskretion. Wenn sich die Gerüchte über den Angriff und über die seltsamen Kreaturen, die jetzt irgendwo in der Stadt ihr Unwesen treiben, verbreiten, werden das Chaos und die Panik nur noch verstärkt, die bereits in den Straßen herrschen. Um euch bei eurem Auftrag zu helfen, gebe ich euch diesen Rückrufstein. Ihr werdet feststellen, dass er sich als sehr nützliches Werkzeug erweisen kann. Und wie funktioniert er? Der Rückrufstein lässt sich jederzeit aktivieren und teleportiert euch und jeden eurer Helfer auf der Stelle hierher zurück, zum Tiertempel. Jedes Mal, wenn ihr durch das Teleportationsportal im Tempel des Tier geht, werdet ihr und eure Gefährten sofort zu jener Stelle transportiert, an der ihr den Stein zuletzt aktiviert habt. Sehr praktisch. Sonst kann ich euch nur sehr wenig über diesen Auftrag sagen. Wenn ihr Vorräte benötigt, sprecht mit mir. Ich kann sie euch aus dem Lager des Tiertempels verkaufen. Nehmt dieses Gold, damit ihr die nötigen Vorräte für euren Auftrag einkaufen könnt. Denkt daran, euch mit Heiltränken einzudecken, bevor ihr geht. Sie sind für euer Überleben von entscheidender Bedeutung. Ich muss euch erst ein paar Fragen stellen. Ich werde eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Was könnt ihr mit dem... Ich trinke erstmal einen Schluck. Die Zunge wird ein bisschen ledrig. Was könnt ihr mir über den Angriff auf die Akademie erzählen? Es war ein Gemetzel, wie ihr sicher wisst. Nur eine Handvoll der Schüler und Lehrer haben überlebt. Bisher konnten wir nicht herausfinden, wer hinter dem Angriff steckt. Der Feind wusste auf jeden Fall von den Kreaturen aus Tiefwasser. Es ist äußerst besorgniserregend, darüber nachzudenken, wie er dieses Wissen erlangt haben mag. Wenn ihr etwas über die Hintermänner des Angriffs herausfindet, übermittelt ihr diese Informationen sofort Fentig. Er wurde damit beauftragt, unseren Feind im Dunkel aufzudecken. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ich möchte noch mehr über den heulenden Tod erfahren. Vor mehreren Monaten gab es die ersten Todesopfer. Innerhalb weniger Tage hatte sich die Pest bis in die letzten Winkel der Stadt ausgebreitet. Es ist nicht die erste Seuche, die Niewinter heimsucht, aber mit Abstand die schlimmste. Im Gegensatz zu anderen Krankheiten widersetzt sich der heulende Tod allen Versuchen, ihn zu heilen. Auch die göttliche Magie der Priester versagt. Vielleicht sind seine Auswirkungen deswegen so fürchterlich. Im Raum nebenan gibt es zahllose Pestopfer. Habt ihr denn keine Angst davor, euch anzustecken? Die Pest scheint sich nicht durch Kontakt mit den Erkrankten zu verbreiten. Heiler kümmern sich um die Kranken und erkranken selbst nicht. Andere Leute, die sich panisch einsperren, werden dennoch krank. Wir haben die Stadt unter Quarantäne gestellt, doch das soll hauptsächlich dazu dienen, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es hat nur wenig dazu beigetragen, die Pest unter Kontrolle zu bringen. Etliche Viertel sind jedoch nicht betroffen. Vielleicht ist diese Krankheit ja deswegen so schrecklich. Wir finden keinen Sinn und keine Logik in ihrem Auftreten und Verhalten. Es gibt scheinbar keinen Weg, sich davor zu schützen. Bis wir diese Kreaturen aus Tiefwasser haben, gibt es auch keine Möglichkeit, sie zu heilen. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ich muss mehr über diese Kreaturen aus Tiefwasser und dieses Heilmittel erfahren. Es war Kilben Schwarzstab Arunsun, der Erzmagier von Tiefwasser, der das potenzielle Heilmittel entdeckte. Wir hatten leider noch keine Gelegenheit, es zu testen. Die Kreaturen wurden uns einfach zu schnell wieder genommen. Wenn der Schwarzstab recht hat, dann benötigen wir die Federn eines Schreckhahns, das Gehirn eines Intellektfressers, das Blut einer Yanti und eine Haarlocke, die dem Haupthaar einer Dryade frisch entrissen wurde. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich bin natürlich gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Erzählt mir mehr über diesen Schreckhahn. Ein Schreckhahn erinnert an eine Mischung aus Hahn, Echse und Fledermaus. Diese widerwärtig aussehenden Tiere können ihre Gegner durch Berührung versteinern. Ihr solltet extrem vorsichtig sein,
Wenn ihr euch der Bestie nähert, wollt ihr sonst noch etwas wissen? Er erzählt mir... Ich bin gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Er erzählt mir mehr von der Yanti. Die Yanti sind ein Volk, bei dem sich das Blut von Mensch und Schlange vermischt hat. Ihre Angehörigen vereinen die Charakteristika von Menschen und Schlangen in unterschiedlichem Ausmaß. Sie sind hochintelligent und viele von ihnen können Magie wirken. Manche sollen auch über die Fähigkeit verfügen, ihre Gestalt zu wechseln. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich bin natürlich gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Er erzählt mir mehr über den Intellektfresser. Der Intellektfresser ist eine wahrlich furchterregende Kreatur. Er erinnert an ein großes, fleischiges Gehirn auf Beinen. Er kann die Kontrolle über den Verstand seiner Opfer erlangen, um dann ihre Gedanken zu verschlingen. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich bin natürlich gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Erzählt mir von der Dryade. Die Dryade erinnert an die meisten anderen ihrer Art. Sie ist ein wunderschöner, scheuer Waldgeist, deren Faszination noch weit über ihre atemberaubende Schönheit hinausreicht. Sie kam freiwillig, um uns zu helfen, als sie von unserer Notlage erfuhr. Doch die Stadt ist seltsam und beunruhigend für sie. Ich schätze, sie floh in panischem Schrecken, als es zu dem Angriff kam. Und jetzt hat sie sich in den für sie fremden Straßen und Gebäuden Niewinters verirrt. Wenn ihr sie findet, behandelt sie mit jenem Respekt und jener Höflichkeit, die sie sich verdient hat. Es war sehr tapfer von ihr, ihren Wald zu verlassen und zu uns zu kommen, um uns zu helfen. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich bin natürlich gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Sagt mir nur, was für ein Recht habt ihr, diese Kreaturen zu benutzen und zu töten, um die Stadt zu retten? Ein einzelner Blutstropfen, eine Schuppe, eine Haarlocke. All diese Zutaten können gesammelt werden, ohne dass den Kreaturen ein Leid geschieht. Nur der Intellektfresser, der ohnehin eine bösartige Monstrosität ist, muss getötet werden, um die Zutat zu erlangen, die von ihm kommt. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ich bin natürlich gerne bereit, euch alle Informationen zu geben, die ich über die Kreaturen habe und die euch helfen könnten, sie zu finden. Das ist alles, was ich über die Kreaturen aus Tiefwasser wissen sollte. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ich möchte euch noch ein paar andere Dinge fragen. Ich werde eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Es wäre schön, wenn ich etwas mehr über die Fürstin erführe, für die ich arbeite. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich ob ihrer Leistung beweihräuchern. Es reicht zu sagen, dass ich Paladin im Dienste Tiers bin und mich geehrt fühle, von Fürst Nasher beauftragt worden zu sein, ein Heilmittel für den heulenden Tod zu finden. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Spam! Ich verurteile diesen Spam hiermit, dazu gelöscht zu werden. Spüre den Zorn der Wunderkarotte. Bam! Und hiermit schlage ich die Wunderkarotte zum Ritter. Ups, das war ein Auge. Entschuldigung. Vernichtung! Erzählt mir mehr über Fentig. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mit Fentig liiert bin. Unsere Gefühle füreinander werden nur übertroffen von unserer Ergebenheit gegenüber Tyr und unserer Loyalität zu Niewinter. Obwohl mich Fürst Nasher damit beauftragt hat, ein Heilmittel für die Pest zu finden, könnte ich es nicht ohne die Hilfe Fentigs tun. Sein Glaube und seine Überzeugung
spenden mir in diesen dunklen Tagen Trost. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Was haltet ihr von Desta? Ich denke, dieser Helmet ist arrogant, frömmelnd, selbstgerecht und ein ewiger Moralapostel. Entschuldigt meine derbe Ausdrucksweise, aber Desta und ich können uns nicht in die Augen sehen. Desta stellt alle meine Entscheidungen in Frage, nur aus Prinzip, wie es scheint. Er wirft mir ständig vor, meinen Glauben aufgegeben zu haben und der göttlichen Macht nicht genügend zu vertrauen. Warum tut ihr euch ihn überhaupt an? Manchmal denke ich mir, dass Desta und seine Helmiten meine Anstrengungen eher behindern, als sie zu unterstützen. Doch Fentig versichert mir, dass sie der Stadt Hoffnung bringen. Hoffnung ist etwas, dessen diese Leute dringend bedürfen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Habt ihr denn eine Idee, wo sich die Kreaturen befinden könnten? Es gibt zahlreiche Gerüchte. Ich möchte euch nicht unabsichtlich auf eine falsche Fährte führen. Es gibt jedoch auch ein paar Informationen, die glaubwürdig erscheinen. Aus dem Halbinselviertel haben wir etliche vielversprechende Berichte erhalten. Mehrere Augenzeugen berichten davon, dass sich dort eine seltsame Kreatur herumtreibt oder zumindest bis vor kurzem herumgetrieben hat. Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass die Berichte zutreffend sind. Die Kreaturen können sich in praktisch jedem Stadtviertel aufhalten. Ich überlasse es ganz euch, wo ihr mit der Suche beginnen wollt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich werde eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Wo kann ich ein paar Ausrüstungsgegenstände bekommen? Ich kann leider keine Ausrüstung erübrigen. Alles, was wir haben, wurde an die Stadtwache ausgegeben, damit sie die Ordnung in den Straßen aufrechterhalten kann. Vielleicht könnte ich euch ja ein paar Dinge aus der Rüstkammer des Tempels verkaufen. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ich euch Ausrüstung verkaufen kann. Wenn ihr nächstes Mal zu mir kommt, fragt mich einfach nach den Diensten, die der Tempel zur Verfügung stellen kann. Wenn ihr etwas sucht, was ich euch nicht anbieten kann, solltet ihr es in den Geschäften im Stadtzentrum probieren. Dort kann man praktisch alles finden. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Lebt wohl! Möget hier eure Schritte lenken. Okay, und nochmal ansprechen? Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus Tiefwasser? Oder kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein? Ich brauche die Dienste des Tempels. Oh, cooles Zeug gibt's hier. Ich verkaufe erstmal meinen ganzen Schrott hier. Verkaufen. 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 Okay. Schleuderkugel verkaufe ich auch. Geräuschexplosion verkaufe ich auch. Den Dolch verkaufe ich auch. Okay. Ich habe eine Brustplatte, die hat Rüstungsklasse 5. Haben die irgendwas Besseres? Kettenpanzer, Schuppenpanzer. Zweihänder. Magische Gegenstände. Ring der Widerstandskraft für plus 1. Für 4389. Schutzring. Silberring, Silberring. Uiuiui, so viel Geld habe ich nicht, dass ich mir irgendwas Sinnvolles kaufen könnte. Wie ist der Wert des Kettenpanzers? Auch 5. Ist aber eine mittelschwere. Ich guck mal meinen Charakterbogen. Willst du das erhöht? Zauberpatze 30%. Rüstungsmalus minus 5. Der Schwere. Nicht Rüstung, Umgang mit schweren Rüstung gelernt? Ich dachte, ich hätte Umgang mit schweren Rüstung gelernt.
Ah nee, die ist ja mit, die ist mittelschwer, die ich anhab. Brustplatte. Gewicht 40. Ein Helm könnte ich mir holen. Fürstin Aribeth ist die sprichwörtliche Verkörperung von Anmut und Edelmut. Die Sorgen, was mit jenen passieren wird, die an der Pest leiden, haben sie aber schwer mitgenommen. Willkommen. Bringt ihr mir Neuigkeiten über die Kreaturen aus... Stachelhelm. Hirschgeweihhelm. Flügelhelm, Pferdeschweifhelm. Ich nehme den Flügelhelm. So, Helmchen auf. Oh Gott, jetzt sehe ich aus, als wäre ich irgend so ein Gladiator aus Das Leben des Brian. Kann ich das irgendwie deaktivieren, dass der Helm angezeigt wird? Nee, kann ich nicht. Okay, dann gehe ich doch mal raus in die Stadt. Hey, benötigt ihr vielleicht einen Gefolgsmann? Was ist da eigentlich? Sergol. Ich grüße euch. Aribeth hat mich angewiesen, euch in jeder Weise bei eurem Auftrag, die Kreaturen aus Tiefwasser wiederzufinden, zu unterstützen. Mein Zauber kann euch jedoch nicht heilen. Meine Fähigkeiten sind an das Teleportationspedal. Meine Fähigkeiten sind an das Teleportationsportal in diesem Tempel und den Rückrufstein in eurem Rucksack gebunden. Kann ich noch etwas für euch tun? Wer seid ihr? Ich bin Sergol, ein Priester des Tyr. Es ist meine Pflicht, denen zu helfen, die Niewinter dienen, aber ich bin kein Heiler. Meine Fähigkeiten sind an den Rückrufstein in eurem Rucksack und das Teleportationsportal gebunden, welches ihr in diesem Raum seht. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Teleportationsportal? Rückrufstein? Ich verstehe nicht ganz. Ich dachte, ihr wüsstet inzwischen darüber Bescheid. Aber da es wichtig ist, werde ich euch den Einsatz des Rückrufsteins nochmal erklären. Oh nee, bitte nicht. Echt? Ich kann nur gerade ihn anwerben? Ich hätte gern wieder Pavel Pipowitsch. Gut, dann nehmen wir halt hier den Tomi Untergalgen. Ja. Potenzieller Auftraggeber. Nicht, dass es leicht ist, etwas zu riechen bei all den brennenden Leichen in der Stadt. Habe noch nie so viele Fliegen gesehen, außer in den Zaufhäusern in Kalimshan. Wer seid ihr? Ich? Nun, ich bin kein geringerer als der berühmte Schurke Tomi Untergalgen. Grinser für meine Kumpels, Tomi der Grinser für die Mädels und dieser verdammte Halbling für alle Vertreter der Staatsgewalt. Haha! Ich vergebe euch, dass ihr von mir noch nichts gehört habt. Ich kam erst kürzlich aus Kalimhafen und wäre selbst für meinen Ruf ein sehr weiter Weg. Ich persönlich warte noch eine Woche ab, dann sollte er hier sein und mich eingeholt haben. Was tut ihr hier in der Kirche? Ich könnte euch dieselbe Frage stellen, oder? Nun, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, vorgestern jagte mich ein Haufen Krawallmacher hier hinein. Es scheint mir ein ganz guter Platz zu sein. Und die Priester schmeißen Halblinge nicht einfach raus, so wie in Kalimhafen. Und jetzt hänge ich hier rum und suche Beschäftigung. Ihr läuft wohl vor eurem Ruf weg, was? Nichts gegen einen Ruf, mein Herr. Hält die Fliegen ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, wer keine Hitze verträgt, muss aus der Küche raus, stimmt's? Ihr wisst sicher, wie das ist.
beklaut einen übergewichtigen Kalifen mit Schweinebacken, knutscht mit seiner Tochter rum, bevor ihr mit einem Sack voll Beute abhaut, und schon seid ihr der meistgesuchte Mann in Kalimshan. Woher sollte ich wissen, dass er so empfindlich mit seiner Tochter ist? Ich finde immer noch, es war es wert. Das hatte Stil. Und ich habe Stil. Schande, dass Niewinter mich auch nicht anders behandelt hat. Er jagte euch, weil ihr die Tochter geküsst habt? Nun, ich gebrauche das Wort küssen im weiteren Sinne. Das Problem war, das Mädel sollte den Sohn des Paschas heiraten. Solange sie Jungfrau war, ja, nun gut. Was passierte dann? Niewinter schien ein guter Ort für einen jungen Halbling wie mich zu sein, um Geschäfte zu machen. Das war der erste Eindruck. Man glaubt nicht, was die Leute hier alles anstellen. Sie beschuldigen einen völlig unschuldigen Mann des Taschendiebstahls und werfen ihn ohne Verhandlung ins Gefängnis. Zumindest keine faire Verhandlung. Dieser Richter war fies. Glücklicherweise war mein Aufenthalt im schicken Gefängnis von Niewinter ein kurzer. Ich habe meine Flucht nicht geplant, komischerweise, aber ich war trotzdem froh darüber. Ihr seid also ein Krimineller? Theoretisch wohl schon. Vertraut mir, in diesem Gefängnis sind so viel beunruhigendere Dinge, um die man sich sorgen muss. Selbst wenn die denken, ich wäre noch am Leben, würden die nicht nach mir suchen. Was meint ihr? Welche Dinge? Was genau im Gefängnis vor sich ging, ist mir nicht ganz klar. Um ehrlich zu sein, ich war erst ein paar Tage dort und begann gerade mir Gedanken darüber zu machen, wie deprimierend das Leben ist, als alles anfing. Der Aufseher dort fing an, komisches Zeug zu reden und ließ alle Gefangenen frei. Sogar den wirklichen Abschaum. Mörder, Politiker, Anwälte, das ganze Kroppzeug. Ich bin natürlich schnell aus der Gegend verschwunden, wie man sich denken kann, und kam zu diesem Tempel. Hübsch, sicherer Ort. Das Letzte, was ich hörte, war, dass die Gefangenen das Halbinselviertel auseinandernehmen und ein Riesendurcheinander anrichten. Die Anwälte nicht. Die verlangen nur zu viele Gebühren. Warum sollte der Aufseher die Gefangenen freilassen? Kann ich nicht wirklich sagen. Einige der anderen Gefangenen haben durchscheinen lassen, dass wohl ein mächtiger Mitgefangener den Aufseher kontrolliert und diese Dinge tun lässt. Klingt merkwürdig, finde ich. Er war wohl eher hirnkrank von der Pest. Das ganze Halbinselviertel ist in Aufruhr. Ich glaube nicht, dass die örtlichen Wachen das unter Kontrolle haben. Nun, wenn ich so darüber nachdenke, ich habe Leute gesehen, die auf offener Straße angegriffen wurden. Wenn ihr euch in diesen Teil der Stadt begebt, solltet ihr jemanden dabei haben, der sich auskennt. Ich suche eigentlich nach Leuten, die ich anheuern kann, um mir bei meiner Mission zu helfen. Oh, eine Aufgabe, sagt ihr. Meine Zehenspitzen zittern schon vor Neugierde. Oder ist das mein sechster Sinn für Gefahren? Wahrscheinlich eher nicht. Sonst wäre ich nicht so waghalsig. Na egal. Um welche Aufgabe handelt es sich? Ich arbeite in Fürstin Aribeths Auftrag. Sie bat mich, mehrere verschollene Kreaturen ausfindig zu machen, die für die Herstellung eines Heilmittels gegen die Pest gebraucht werden. Oh, mit anderen Worten, nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine rechtschaffene, heroische Tat zu Nutz und Frommen einer niedlichen Elfin. Ich will euch gern helfen, edler Herr, bei entsprechender Bezahlung. Also lasst uns ein wenig handeln, ja? Ich biete euch meine überragenden Fähigkeiten in Diebstahl, Schlösser öffnen und im Schwertkampf an, wenn ihr mir jetzt gutes Geld als Lohn zahlt. Ich bezweifle, dass ihr jemanden von meinen Kenntnissen findet. Ich finde, 200 Gold sind ein guter Handel, oder? Das scheint etwas teuer zu sein. Ich gebe euch 150. Warum treffen wir uns nicht in der Mitte bei 175? 175? Abgemacht. Gut, ich kann das Abenteuer schon riechen. Oder ich sollte vielleicht eine meiner beiden Socken mal waschen. Ich laufe dann so hinter euch her und mache mich nützlich, bis ihr mir was anderes auftragt, okay? Also sagt einfach Bescheid. Ich speichere mal.
So, und dann gehen wir mal in die Stadt. Oh, bitte! Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ihr gehört doch zur städtischen Miliz, oder? Die Wachen am Tor sagten, dass ich hier vielleicht Hilfe bekommen könnte. Aber ich weiß nicht recht, ob sie es ernst meinen oder nicht. Nun beruhigt euch. Erzählt doch erst einmal. Ich danke euch. Ich will euch nicht von euren Pflichten abhalten. Ich meine, ihr seid doch eine Wache, oder? Vielleicht habt ihr alle Hände voll zu tun, aber es ist wichtig. Es ist das Halbinselviertel. Ich lebe dort und, oh, es ist einfach schrecklich. Das Töten. Alle rennen um ihr Leben. Es ist schrecklich. Dann mal langsam. Erzählt es mir, wenn ihr soweit seid. Also gut. Ich komme aus dem Halbinselviertel. Dort ist mein Zuhause. Oder besser, es war dort. Jetzt ist es dort einfach zu gefährlich. Die Häftlinge bringen alle um. Es ist schrecklich. Und warum sind diese Häftlinge nun in Freiheit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hauptmann Arlifin führte immer ein strenges Regiment. Ich kann nur hoffen, dass ihm nichts passiert ist. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich oder so, aber ich habe gehört, er sei ein guter Mann. Ich weiß nicht, er hätte so etwas nicht zugelassen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ihr bleibt hier in Sicherheit. Ich danke euch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Kennt ihr den Weg? Ich sage ihn euch, nur zur Sicherheit. Das Halbinselviertel liegt durch das Tor auf der südwestlichen Seite des Stadtkerns, nahe der Mondsteinmaske. Es sind Wachen aufgestellt, aber ich bin sicher, sie lassen euch durch. Okay, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier haben wir Issabon. Bürger. Wer bist du? Mein Freund. Ja, was wollt ihr von mir? Bitte fasst euch kurz, denn euer ungewaschenes Antlitz lässt mich vermuten, dass ihr verschiedene Krankheiten habt. Könnte ich euch wohl mit einigen Fragen belästigen? Ich schätze, man kann sich nicht dauernd in seine Trauer versenken. Vielleicht helfe ich auch den Seelen meiner Freunde, wenn ich euch helfe. Ich würde gerne etwas über Niewinter erfahren. Ich habe für gewöhnlich nichts übrig für Leute, die sich nicht auskennen. Aber nun, die Seuche ändert eben alles, nicht wahr? Welche Bezirke gibt es in der Stadt? Niewinter war schon immer in verschiedene Stadtviertel aufgeteilt. Aber seit die Quarantäne verhängt wurde und die Wachen die Tore verschlossen haben, ist es umso offensichtlicher geworden. Für welchen Stadtteil interessiert ihr euch denn? Das Bettlerviertel, die Hafengegend, das Schwarzseeviertel, die Halbinsel oder das Stadtzentrum? Erzählt mir was über die Halbinsel, über das Halbinselviertel. Die Verhältnisse im Halbinselviertel interessieren mich herzlich wenig. Es gibt auch so schon genügend Dinge, über die man sich Sorgen machen muss. Da muss ich mich nicht auch noch über die dortigen Gefängnisinsassen ärgern. Jetzt geht sogar das Gerücht, dass die Gefangenen frei auf der Straße herumlaufen. Ihr werdet also besser beraten, nicht allein zu gehen. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Ich werde meine Trauer fortsetzen. Es ist das Einzige, was ich noch tun kann. Okay, gibt's hier irgendwelche coolen... Da ist eine Kiste. Zwei Goldstücke, die nehme ich mal mit. Wer ist da? William. Und hier kann ich rein in das Haus. Ist da irgendwas Cooles drin? Stadtzentrum, Haus. Grüße euch. Was habt ihr hier bei mir zu suchen? Bitte geht. Ich arbeite für Aribeth und die Stadtwache.
Das heißt aber nicht, dass ihr so einfach in mein Haus eindringen könnt. Ich werde eure Fragen beantworten, aber dann möchte ich, dass ihr geht. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Bitte lasst in meinem Haus alles so, wie es war. Okay, wir sind mal so nett. Wir looten jetzt hier nicht das Haus der armen Frau. Oh, da ist ein Jerome. Wer ist Jerome? Guten Tag. Was? Auch hier draußen gefangen? Ist doch so, dass die, die hart arbeiten, von allem immer das Schlimmste abbekommen. Es ist hart, das ist es. Seht ihr, ich will nur zurück zur Arbeit im Hafenviertel. Und in der Quarantäne kann man nicht viel machen. Aber wenigstens wäre ich weg vom Gestank der Leichenfeuer. Kann nichts machen mit den ganzen Dieben überall. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Aber es hat das Hafenviertel unbewohnbar gemacht. Ich kann nicht nach Hause wegen all den Halunken. Kann ich irgendetwas tun? Ich suche nicht nach Wohltätigkeit. Ich möchte nur wieder zurückkommen in den Hafen. Jemand muss dorthin gehen und die Hölle losmachen. Ich schwöre, wenn es meinem Rücken besser ginge, wäre ich da drin. Aber ich kann es nicht mit einer Armee von Dieben aufnehmen. Unmöglich! Könnte ich euch ein paar Fragen stellen? Oh, ich weiß nichts. Was ihr nicht von beredsamerem Volk als mir erfahren könntet. Hatte keine Zeit, was zu sehen, außer den Dieben, die mir auf den Fersen waren, als ich lief. Ich will nur wieder an die Arbeit, aber bis jemand im Hafenviertel ein paar Schädel einschlägt, hänge ich hier draußen fest. Mehr ist da nicht dran. Wiedersehen. Wiedersehen dann. Glaube, ich werde einfach hier warten. Nichts, was ich tun könnte. Warum steht keiner auf, um ein verdammter Held zu sein? Ist das das Hafenviertel hier? Meint, da steht der Wegweiser. Bürger, ihr solltet mit mir reden, bevor ihr durch dieses Tor geht. Ich grüße euch. Die Seuche hat ihren Tribut jenseits dieser Tore gefordert und die Gegend dort noch gefährlicher gemacht, als sie ohnehin schon war. Fürstin Aribef hat uns befohlen, den Zugang zu beschränken. In anderen Worten, mir ist klar, dass ihr von den Leichenfeuern weg wollt. Aber wenn ihr ins Hafenviertel wollt, braucht ihr den Quarantäne-Passierschein, verstanden? Fürstin Aribef hat mich für einen zeitlich begrenzten Militärdienst einberufen. Stimmt, ich hörte, dass ihr Abenteurer anhören wollte, um die Reihen zu füllen. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr einige Fragen zum Hafenviertel beantworten? Ich nehme an, dass ich eine Frage beantworten kann, Junge. Kann ich euch irgendwie helfen? Nun, ihr könnt euch bei der Torwache auf der anderen Seite melden. Vielleicht weiß sie etwas, ich sollte besser nicht darüber reden. Seht, ich bin hier, um zu helfen. Vergessen? Ich fürchte, ihr habt recht. Offensichtlich gibt es erhöhte Aktivitäten bei den Blutseglern, einer örtlichen Piratengilde. Was sie vorhaben, kann man nur raten, aber es scheint etwas Großes zu sein. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr mit der Wache auf der anderen Seite des Hafenvierteltors reden. Sie hat die neuesten Informationen, was auch immer diese sein mögen. Gibt es irgendwelche Plätze im Hafenviertel, die ich mir anschauen sollte? Nun, das auffälligste Gebäude ist die schäbige Schenke an der Nordmauer, die dem alten Jim Schäbig gehört. Die schäbige Schenke, die dem alten Jim Schäbig gehört. Nice. Das Gasthaus zum Goldenen Apfel liegt in südwestlicher Richtung davon. Wenn ihr nach einem Geschäft sucht, dann solltet ihr das 20 in einem Köcher aufsuchen. Ist das Beste im ganzen Viertel. Es ist südöstlich von der schäbigen Schenke. Ganz schön schäbig. Stimmt. Gibt es sonst noch etwas, was ihr wissen wolltet? Wie schlimm ist es dort drin? Es sieht schlimm aus. Ich würde nicht unbewaffnet gehen. Außerdem würde ich an eurer Stelle alle Wertgegenstände verstecken. Im Prinzip kann man sagen, dass Verbrecher das ganze Viertel kontrollieren. Wir Wachen versuchen unser Bestes, aber wir sind einfach nicht zahlreich genug. Lebt wohl. Ja, ja, macht euch auf den Weg. Dann gehen wir da rein. Und metzeln mal ein paar Diebe nieder. Identifiziert euch, Bürger! Hallo. Was bei den Höllen macht ihr hier? Ist ja nicht so, dass ich etwas gegen die Hilfe hätte, aber ich dachte eigentlich, es würde niemand die Erlaubnis haben, das Viertel zu betreten oder zu verlassen.
Hey, einen Augenblick. Ihr seid doch einer der neuen Rekruten. Hat Aribev euch den Auftrag aufgebürdet? Naja, dann kann ich euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr hier patrouillieren sollt, ihr werdet es brauchen. Es ist so schlimm hier. Das hier ist das Hafenviertel. Ich will ja nicht zu laut sprechen, aber jeder weiß doch, dass hier im Hafenviertel ziemlich üble Typen das Sagen haben. Jetzt, wo das ganze Chaos durch die Pest herrscht, scheinen sich alle wie wilde Tiere zu verhalten. In den Straßen wimmelt es vor Schlägern und Halsabschneidern. Es wimmelt vor ihnen. Habt ihr irgendwelche seltsamen Kreaturen gesehen? Was denkt ihr? Ein einfacher Soldat, so wie ich, hat vielleicht rein zufällig eine von Aribevs wertvollen Kreaturen aus Tiefwasser gefunden? Wollt ihr das wissen, ja? Pah! Man hat mich kurz über die Sachlage informiert und seitdem sitze ich hier fest. Warum erzählt man mir überhaupt von den Kreaturen, wenn ich ohnehin nicht nach ihnen suchen soll? Das Einzige, was ich sehe, während ich hier rumstehe, sind mehr von diesen gottverdammten Gaunern. Die sollen alle verrotten, sage ich. Kann ich irgendwie helfen? Versucht ja nur, keine Aufmerksamkeit auf uns hier zu lenken. Ich möchte ja schließlich nicht von einem aufgebrachten Mob abgeschlachtet werden, noch bevor mich die Pest erwischt. Ihr wollt den Helden spielen? Ha, macht nur. Aber was mich angeht, können die wilden Tiere, die in diesem Viertel hausen, ruhig übereinander herfallen. Okay, na dann lebt wohl. Seid im Hafen ja vorsichtig. Es treiben sich hier eine Menge Schläger und Gauner herum. Man sollte das ganze verdammte Viertel einfach verbarrikadieren. Ich gehe erstmal hier hin, weil das ist ein bisschen... Das Gefängnisviertel ist in meiner Erinnerung ein bisschen schwieriger und gefährlicher. Da ist Naibor. Wer ist Naibor? Hallo. Oh, wir werden direkt angegriffen. Naibor, warte, die hatten kurz unser Gespräch unterbrochen. Loot. Auktionsankündigung, lese ich mal. Dieses Dokument enthält Einzelheiten über eine Versteigerung, die in der schäbigen Schenke stattfinden soll. Es geht nicht genau daraus hervor, was dort zum Verkauf angeboten wird. Allerdings wird der Eindruck erweckt, dass jeder daran teilnehmen sollte, der die Pest überleben möchte. Bemerkenswert auch der Hinweis, man werde gegen jeden, der diese Veranstaltung den Stadtwachen zur Kenntnis bringe, endgültige Maßnahmen ergreifen. Das Siegel am Ende gehört offenkundig den Blutsägern, einer Piratengruppe. Auf der Rückseite befindet sich eine Karte, auf der das gesamte Hafenviertel abgebildet ist. Die schäbige Schenke ist eines der größeren Gebäude am nördlichen Rand. Eure Karte wurde aktualisiert. Okay, was gibt's hier noch für Loot? Gut. Nibor? Warte mal. Hallo. Was? Ich folge doch niemanden. Ich schlendere. Ja, genau. Ich schlendere herum. Er schlendert noch nur Schnacks. Glaubt ihr, ich wäre ein Idiot? Ich kann doch sehen, dass ihr mich verfolgt habt. Ich wollte nicht, ich meinte, ich, ach verdammt, wenn das so weitergeht, kriege ich das Gold nie zusammen. Jetzt passt mal auf, ich will keine Schwierigkeiten. Ich war nur auf der Suche nach leichter Beute. Offenbar fallt ihr nicht in diese Kategorie und ich werde mal besser gehen. Wofür benötigt ihr Gold? Ich weiß nicht so genau, ich habe nur gehört, dass sie in der schäbigen Schenke ein Heilmittel für die Pest versteigern. So, und jetzt lasst mich weiterarbeiten. Wenn das so weitergeht, kann ich es mir nie leisten. Ich könnte das ganze Viertel zusammen plündern und ich hätte noch nicht genug. Was könnt ihr mir über diese Auktion erzählen? Wer, ich? Ach, ich weiß nicht viel darüber. Sie findet in der schäbigen Schenke statt. Sie wird von den Blutsäglern finanziert. Ich meine, Bengaul hat irgendwas damit zu schaffen. Was wisst ihr über die schäbige Schenke? Nichts, was euch auch nicht jeder andere sagen könnte. Sie befindet sich in der nördlichen Mitte des Viertels. Dort findet normalerweise der Schwarzmarkthandel statt. Jemand wie ich wird dort nicht einmal eingelassen. Sie haben dort so einen Schrank von Rausschmeißerinnen, die niemanden reinlässt, der kein Blutsegler ist. An die Uniform von den Blutseglern kommt man nur verdammt schwierig heran. Aber vielleicht lässt sie mich ja rein, wenn ich genug Goldmünzen zusammengekratzt habe. Ich weiß es nicht. Erzählt mir von Bengaul und den Blutseglern.
Nun, jeder, der länger hier im Viertel ist, hört von Wengaul Blutsegel. Er ist ein ziemlicher Angeber und Aufschneider. Die Blutsegler sind seine Piraten. Größtenteils halt. Größtenteils? Was wollt ihr damit sagen? Nun, es ist eine große Organisation. Ein Mann kann die ganze Sache nicht allein leiten. Wengaul versteht, wie man eine Schau macht, aber er braucht auch Leute, die Dinge organisieren. Ich habe gehört, dass seine rechte Hand im Moment ziemlich aufgebracht ist. Kallik heißt der Typ. Aber sonst sage ich nichts. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr. Spaziert dann einfach woanders hin. Oh, kein Problem. Macht euch keine Sorge. Ich gehe dann einfach mal. Ja, ich gehe dann mal. Aber schönes Zeugs habt ihr da. Okay, dann schaue ich mich hier mal weiter um. Geht ihr mir auf die Nerven beim Klabautermann? Dreht bei und schwert ab! Hübsche Gewänder. Wo kriegt man denn sowas? Nirgends, klar. Ein Blutsegler erhält sein Gewand, wenn er einer wird, und gibt es ab, wenn er stirbt. Mach mir doch einen Tausch. Ihr gebt mir ein Gewand und ich rufe nicht die Wachen. Haha! Die Wachen lassen dich auf den Docks niemals blicken. Nein, keiner wird euch helfen, wenn ihr mich weiter reizt. Das ist ein Blutseglergebiet. Bestimmt noch für ein, zwei Tage. Kommt dem Schiff zu nahe, seid ihr Fischfutter. Ist das klar? Okay, da ist ein Helmid, mit dem rede ich auch mal. Ich grüße euch. Zum Gruße. Benötigt ihr vielleicht einen Segen? Also ich an eurer Stelle würde mich nicht ohne einen Segen ins Hafenviertel wagen. Das hieße nur, das Schicksal herauszufordern. Was könnt ihr mir über die schäbige Schenkel erzählen? Es ist ein Hort der Verdorbenheit. Ich würde niemandem trauen, der sich dort herumtreibt. Lügen und falsche Hoffnungen sind das täglich Brot an diesem Ort. Doch gnädigerweise bleiben sie unter sich. Sie erlauben nur jenen Zutritt, die ihre Uniform tragen, und jenen, die bereit sind, sich von ihren auf niederträchtige Weise errungenen Reichtümern zu trennen. Was für Vorteile genießt man durch euren Segen? Wenn die Ursachen der Pest auf geistiger Ebene liegen, wie es von Desta vermutet wird, dann muss die Heilung mit einer Gesundung der Seele beginnen. Der Wert des Segens ist unermesslich. Selbst wenn die Seuche den Körper verzehrt, weiß doch der Verstand, dass es noch Hoffnung gibt. Okay. Lebt wohl. Dann vielleicht ein anderes Mal. Ich werde hier sein und auf euch warten. So wie alle, die Desta und Helm treu dienen. Ich lasse mich nicht von dem segnen. Heiltrank, den nehme ich mit. Da sind noch mehr Kisten.
Wer ist Hoff? Ich grüße euch. Verschwindet, ich kenne euch nicht, wir haben nichts zu bereden. Übrigens, don't hassle the Hoff. Heilertasche? Vier Goldstücke? Drei Goldstücke? Was ist das hier für ein Gebäude? Ich speichere mal, bevor ich da einfach einbreche. Einbruch. Und da rein. Gucken wir mal, was da drin ist. Blutseglerleutnant, unverletzt. Hallo! Das hier ist das Gebiet der Blutsegler, verschwindet. Oh, der greift mich an. Okay, das sollte ich nicht machen. Der kleine Dieb überlebt das nicht, wenn ich da reingehe. Nee, ich loote keine Scheiterhaufen. Was haben wir hier hinten? Anwesen Androtwächter. Was wollt ihr? Seid wohl kein Freund von Herrn Androt. Gibt also keinen Grund, mich zu belästigen. Lebt wohl. Lebt wohl und macht mir keinen Ärger. Aber ich muss sagen, ich werde langsam müde. Nein, lass. Du musst nicht alles aufknacken. Festilat. Oh, werden angegriffen. Und da hinten ist noch einer. Nee, zwei sogar. Ah, und da ist noch einer. Und 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 noch einer und noch einer. Und noch einer. Ah, die sehen aus wie einfache Erfahrungspunkte. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, nicht einfach vorrennen, Kleiner. Hallo, was kann Tommy für euch tun? Ich denke, wir müssen unsere Strategie ändern. Ich möchte den Abstand verändern, den ihr jetzt mir einhalten wollt. Bleibt nahe bei mir. Benutzt Fernkampfwaffen. Okay. Okay, dann gehe ich mal noch nach links. Mach da die... Oh, Loot. Mal gucken, was da dabei ist. So ein Edelstein. Edelstein.
Edelstein. Edelstein und Trank. Hier war doch noch einer. Ich dachte, hier war noch... Ach, da. Ha! Ein durchschlagender Erfolg. Okay, ich glaube, also ich werde langsam echt müde. Ich speichere mal. Hafen. Spiel speichern. Zurück zum Hauptmenü. Okay. Oh. Okay. Dann gucke ich mal, wen wir gleich raiden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart und mit mir in die vergessenen Reiche, in die Welt von Dungeons & Dragons abgetaucht seid. Ja. Am Donnerstag gibt es leider keinen Stream, da ich am Donnerstag leider von Donnerstag bis Sonntag im Krankenhaus bin. Drückt mir die Daumen, dass das Ganze für mich nicht allzu schmerzhaft wird und ich da schnell wieder rauskomme. Hat's euch denn gefallen? Fragen wir erstmal danach. Wie fandet ihr den Stream heute? Hat's euch gefallen? War ein schöner Stream, danke dir und beide Daumen sind gedrückt. Viel Erfolg. Alles wird gedrückt, alles wird gut, drückt dir die Daumen. Danke Leute, ihr seid lieb. Der Stream war toll. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir, dass es euch gefallen hat. Ich habe auch langsam so ein bisschen Pappmaul, weil ich echt richtig, richtig viel vorlesen musste. Ich guck gerade mal, wer gerade online ist. Wen wir gerade mal. Wen raiden wir denn mal? Nicht so, dass ich überspielt werde. Mal gucken. Wie ist der so? Ich glaube, ich brauche keinen Raid mehr. Dann schlaf gut, Saphira. Träum was Schönes. Das sieht witzig aus. The Legend of Zelda Link's Awakening bei Luckwurst Joe. War sehr schön heute. Danke und schlaft alle gut. Okay, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke, dass ihr alle da wart. Denkt immer dran, ich liebe euch von ganzem Herzen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in die vergessenen Reiche vordringen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.